Der Schneemann von Manfred Küber. Es war einmal ein Schneemann, der stand mitten im tief verschneiten Walde und war ganz aus Schnee. Er hatte keine Beine und Augen aus Kohle und sonst nichts. Und das ist wenig. Aber dafür war er kalt, furchtbar kalt. Das sagte auch der alte, griesgrämige Eiszapfen von ihm, der in der Nähe hing und noch viel kälter war. »Sie sind kalt«, sagte er ganz vorwurfsvoll zum Schneemann. Der war gekränkt. »Sie sind ja auch kalt«, antwortete er. »Ja, das ist etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen überlegen. Der Schneemann war so beleidigt, dass er fortgegangen wäre, wenn er Beine gehabt hätte. Er hatte aber keine Beine und blieb also stehen. Doch nahm er sich vor, mit dem unliebenswürdigen Eiszapfen nicht mehr zu sprechen. Der Eiszapfen hatte unterdessen was anderes entdeckt, was seinen Tadel reizte. Ein Wiesel lief über den Weg und huschte mit eiligem Gruß an den beiden vorbei. »Sie sind zu lang, viel zu lang«, rief der Eiszapfen hinter ihm her. »Wenn ich so lang wäre wie Sie, ginge ich nicht auf die Straße.« »Sie sind doch auch lang«, knurrte das Wiesel verletzt und erstaunt. »Das ist etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen mit unverschämter Sicherheit und knackte dabei ordentlich vor lauter Frost. Der Schneemann war empört über diese Art, mit Leuten umzugehen, und wandte sich, soweit ihm das möglich war, vom Eiszapfen ab. Da lachte was hoch über ihm in den Zweigen einer alten, schneeverhangenen Tanne. Und wie er hinaufsah, saß ein wunderschönes, weißes, weiches Schneeelfchen oben und schüttelte die langen, hängenden Haare, dass 1000 kleine Schneesternchen herabfielen und dem armen Schneemann gerade auf den Kopf. Das Schneeelfchen lachte noch lauter und lustiger, dem Schneemann aber wurde ganz seltsam zumute und er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und da sagte er schließlich: »Ich weiß nicht, was das ist.« »Das ist etwas ganz anderes«, höhnte der Eiszapfen neben ihm. Aber dem Schneemann war so seltsam zumute, dass er gar nicht mehr auf den Eiszapfen hörte, sondern immer hoch über sich auf den Tannenbaum sah, in dessen Krone sich das weiße Schneeelfchen wiegte und die langen hängenden Haare schüttelte, dass 1000 kleine Schneesternchen herabfielen. Der Schneemann wollte unbedingt etwas sagen über das eine, von dem er nicht wusste, was es war, und von dem der Eiszapfen sagte, dass es etwas ganz anderes wäre. Er dachte schrecklich lange darüber nach, so dass ihm die Kohlenaugen ordentlich herausstanden vor lauter Gedanken, und schließlich wusste er, was er sagen wollte. Und da sagte er: »Schneeelfchen im silbernen Mondenschein, du sollst meine Herzallerliebste sein.« Dann sagte er nichts mehr, denn er hatte das Gefühl, dass nun das Schneeelfchen etwas sagen müsse. Das war ja wohl auch nicht unrichtig. Das Schneeelfchen sagte aber nichts, sondern lachte so laut und lustig, dass die alte Tanne, die doch sonst gewiss nicht für Bewegung war, missmutig und erstaunt die Zweige schüttelte und sogar vernehmlich knarrte. Da wurde es dem armen, kalten Schneemann so brennend heiß ums Herz, dass er anfing vor lauter brennender Hitze zu schmelzen. Und das war nicht schön. Zuerst schmolz der Kopf, und das ist ja das Unangenehmste, später geht's ja leichter. Das Schneeelfchen aber saß ruhig hoch oben in der weißen Tannenkrone und wiegte sich und lachte und schüttelte die langen hängenden Haare, dass 1000 kleine Schneesternchen herabfielen. Der arme Schneemann schmolz immer weiter und wurde immer kleiner und armseliger, und das kam alles von dem brennenden Herzen. Und das ist so weitergegangen, und der Schneemann war schon fast kein Schneemann mehr, da ist der heilige Abend gekommen, und die Englein haben die goldenen und silbernen Sterne am Himmel geputzt, damit sie schön glänzen in der heiligen Nacht. Und da ist etwas Wunderbares geschehen. Wie das Schneeelfchen den Sternenglanz der heiligen Nacht gesehen hat, da ist ihm so seltsam zumute geworden. Und da hat's mal auf den Schneemann heruntergesehen, der unten stand und schmolz und eigentlich schon so ziemlich zerschmolzen war.
Da ist's dem Schneeelfchen so brennend heiß ums Herz geworden, dass es heruntergehuscht ist vom hohen Tann und den Schneemann auf den Mund geküsst hat. So viel noch davon übrig war. Und wie die beiden brennenden Herzen zusammen waren, da sind sie alle beide so schnell geschmolzen, dass sich sogar der Eiszapfen darüber wunderte, so ekelhaft und unverständlich ihm die ganze Sache auch war. So sind nur die beiden brennenden Herzen nachgeblieben. Und die hat die Schneekönigin geholt und in ihren Kristallpalast gebracht. Und da ist's wunderschön und der ist ewig und schmilzt auch nicht. Und zu alledem leuchteten die Glocken der heiligen Nacht. Als aber die Glocken läuteten, ist das Wiesel wieder herausgekommen, weil es so gerne das Glockenläuten hört. Und da hat's gesehen, dass die beiden weg waren. Die beiden sind ja weg, sagte es. Das ist wohl der Weihnachtszauber gewesen. Ach, das war ja etwas ganz anderes, sagte der Eiszapfen rücksichtslos und das Wiesel verzog sich empört in seine Behausung. Auf die Stelle aber, wo die beiden geschmolzen waren, fielen tausend und abertausend kleine, weiße, weiche Flocken, so dass niemand mehr was von ihnen sehen und sagen konnte. Nur der Eiszapfen hing noch genauso da, wie er zuerst gehangen hatte. Und der wird auch niemals an einem brennenden Herzen schmelzen und auch gewiss nicht in den Kristallpalast der Schneekönigin kommen. Denn der ist eben etwas ganz anderes. Die Schneekönigin. Märchen von Hans Christian Andersen. Erste Geschichte, welche von dem Spiegel und den Scherben handelt. Seht, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt. Denn es war ein böser Zauberer, einer der allerärgsten. Es war der Teufel. Eines Tages war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, dass alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschwand. Aber das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, das trat hervor und wurde noch ärger. Die herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus, und die besten Menschen wurden darin widerlich oder standen auf dem Kopfe, ohne Rumpf. Ihre Gesichter wurden so verdreht, dass sie nicht zu erkennen waren, und hatte man einen Sonnenfleck, so konnte man versichert sein, dass er sich über Mund und Nase ausbreitete. »Das sei äußerst belustigend«, sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter, frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, so dass der Zauberteufel über seine künstliche Erfindung lachen musste. Alle, die seine Zauberschule besuchten, denn er hielt Zauberschule, erzählten ringsumher, dass ein Wunder geschehen sei.
Nun könne man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es kein Land oder keinen Menschen, welcher nicht verdreht darin gewesen wäre. Nun wollten sie auch zum Himmel selbst auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum festhalten. Sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher. Da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, dass er ihren Händen entflog und zur Erde stürzte, wo er in 100 Millionen Stücke zersprang. Da gerade verursachte er weit größeres Unglück als zuvor, denn einige Stücke waren so groß als ein Sandkorn, und diese flogen ringsherum in der weiten Welt, und wo sie Leute in das Auge bekamen, da blieben sie sitzen, und da sahen die Menschen alles verkehrt, oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache, denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, welche der ganze Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine kleine Spiegelscherbe in das Herz, und dann war es ganz gräulich. Das Herz wurde einem Klumpen Eise gleich. Einige Spiegelscherben waren so groß, dass sie zu Fensterscheiben gebraucht wurden, aber durch diese Scheiben taugte es nichts, seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke kamen in Brillen, und dann ging es schlecht, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein. Der Böse lachte, dass ihm beinahe der Bauch platzte, und das kitzelte ihn angenehm. Aber draußen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher. Nun werden wir's hören. Zweite Geschichte: Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen. Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, sodass dort nicht genug Platz ist, dass alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und wo sich deshalb die meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen, da waren doch zwei arme Kinder, die einen etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren sich so gut, als wenn sie es gewesen wären. Die Eltern wohnten einander gerade gegenüber. Sie wohnten in zwei Dachkammern, da, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere stieß und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief. Hier war an jedem Hause ein kleines Fenster. Man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, so konnte man von dem einen Fenster zum anderen gelangen. Die Eltern hatten draußen jedes einen großen Holzkasten. Darin wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten, und ein kleiner Rosenstock. Es stand einer in jedem Kasten. Sie wuchsen herrlich. Nun fiel es den Eltern ein, die Kasten quer über die Rinne zu stellen, so dass sie fast von dem einen bis zum anderen Fenster reichten und zwei Blumenwellen ganz ähnlich sahen. Erbsenranken hingen über die Kasten hinunter und die Rosenstöcke schossen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und sich einander entgegenbogen. Es war fast eine Ehrenpforte von Blättern und Blumen gleich. Da die Kasten sehr hoch waren und die Kinder wussten, dass sie nicht hinaufkriechen durften, so erhielten sie oft die Erlaubnis, zueinander hinauszusteigen, auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen, und da spielten sie dann prächtig. Im Winter hatte dies Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren. Aber dann wärmten die Kinder Kupferdreier auf dem Ofen, legten den warmen Dreier gegen die gefrorene Scheibe
und dann entstand da ein rundes, schönes Guckloch. Dahinter blitzte ein liebliches, mildes Auge, eins an jedem Fenster. Das war der kleine Knabe und das kleine Mädchen. Er hieß Karl und sie hieß Gretchen. Im Sommer konnten sie mit einem Sprung zueinander gelangen, im Winter mussten sie erst viele Treppen hinunter und die anderen Treppen hinaufsteigen. Draußen trieb der Schnee. »Das sind die weißen Bienen, die schwärmen«, sagte die alte Großmutter. »Haben Sie auch eine Bienenkönigin?«, fragte der kleine Knabe, denn er wusste, dass unter den wirklichen Bienen eine solche ist. »Die haben sie«, sagte die Großmutter. »Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen. Sie ist die größte von allen, und nie ist sie stille auf Erden. Sie fliegt wieder in die schwarzen Wolken hinauf. Manche Winternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein. Und dann gefrieren diese sonderbar, gleich wie mit Blumen.« »Ja, das habe ich gesehen«, sagten die beiden Kinder, und nun wussten sie, dass es wahr sei. »Kann die Schneekönigin hier hereinkommen?«, fragte das kleine Mädchen. »Lass sie nur kommen«, sagte der Knabe, »dann setze ich sie auf den warmen Ofen und dann schmilzt sie.« Aber die Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Karl zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte aus dem kleinen Loche. Ein paar Schneeflocken fielen draußen und eine derselben, die allergrößte, blieb auf dem Rande des einen Blumenkastens liegen. Sie wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt ein ganzes Frauenzimmer, in den feinsten weißen Flor gekleidet, der wie von Millionen sternartiger Flocken zusammengesetzt war. Sie war schön und fein, aber von Eis, dem blendenden, blinkenden Eise, und doch war sie lebend. Die Augen blitzten wie zwei klare Sterne, aber es war keine Ruhe noch Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhle hernieder. Da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflöge. Am nächsten Tage wurde es klarer Frost. Und dann kam das Frühjahr. Die Sonne schien, das Grün keimte hervor, Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten, hoch oben in der Dachrinne über allen Stockwerken. Die Rosen blühten diesmal prachtvoll. Das kleine Mädchen hatte in diesem Sommer ein Lied gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war, und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen, und sie sang es dem kleinen Knaben vor, und der sang mit. »Die Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkind wiedersehen.« Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küssten die Rosen und blickten in Gottes klaren Sonnenschein hinein und sprachen zu demselben, als ob das Jesuskind da wäre. Was waren das für herrliche Sommertage! Wie schön war es draußen, bei den frischen Rosenstöcken, welche mit dem Blühen nie aufhören wollten. Karl und Gretchen saßen und blickten in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Da war es, die Uhr schlug gerade 5 auf dem großen Kirchturme, dass Karl sagte, »Au, es stach mir in das Auge, und nun flog mir etwas in das Auge.« Das kleine Mädchen nahm ihn um den Hals. Er blinzelte mit den Augen, aber es war gar nichts zu sehen. »Ich glaube, es ist fort«, sagte er. Aber weg war es nicht. Es war eins von den Glaskörnern, welches von dem Spiegel gesprungen war, dem großen Zauberspiegel, wir entsinnen uns seiner wohl, das hässliche Glas,
welches alles Große und Gute, was sich darin abspiegelte, klein und hässlich machte, aber das Böse und Schlechte trat ordentlich hervor, und jeder Fehler an einer Sache war gleich zu bemerken. Der arme Karl hatte auch ein Korn gerade in das Herz hineinbekommen. Das wird nun bald wie ein Eisklumpen werden. Nun tat es nicht mehr weh, aber es war da. »Weshalb weinst du?« fragte er. »Du siehst so hässlich aus. Mir fehlt ja nichts.« »Pfui«, rief er auf einmal, »die Rose dort hat einen Wurmstich. Und sieh, diese da ist ja ganz schief. Im Grunde sind es hässliche Rosen. Sie gleichen dem Kasten, in welchem sie stehen.« Und dann stieß er mit dem Fuße gegen den Kasten und riss die beiden Rosen ab. »Karl, was machst du?« rief das kleine Mädchen. Und als er ihren Schreck gewahr wurde, riss er noch eine Rose ab und lief dann in sein Fenster hinein von dem kleinen lieben Gretchen fort. Wenn sie später mit dem Bilderbuche kam, dann sagte er, dass das für Säuglinge sei, und erzählte die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem Aber. Ja, konnte er dazu gelangen, dann ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und sprach ebenso wie sie. Das machte er ganz treffend, und dann lachten die Leute über ihn. Bald konnte er allen Menschen in der ganzen Straße nachsprechen und nachgehen. Alles, was ihnen eigen und unschön war, das wusste Karl nachzumachen. Und dann sagten die Leute, das ist sicher ein ausgezeichneter Kopf, den der Knabe hat. Aber das war das Glas, das ihm in das Auge gekommen. Das Glas, welches ihm in dem Herzen saß. Daher kam es, dass er selbst das kleine Gretchen neckte, die ihm von ganzem Herzen gut war. Seine Spiele wurden nun ganz anders als früher. Sie wurden ganz verständig. An einem Wintertage, als es schneite, kam er mit einem großen Brennglas, hielt seinen blauen Rockzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauf fallen. »Sieh nun in das Glas, Gretchen«, sagte er. Und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume, oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. »Siehst du, wie künstlich?« sagte Karl. »Das ist weit hübscher als die wirklichen Blumen. Es ist kein einziger Fehler daran. Sie sind ganz regelmäßig, wenn sie nur nicht schmelzen würden.« Bald darauf kam Karl mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken und rief Gretchen in das Ohr, »Ich habe Erlaubnis erhalten, auf den großen Platz zu fahren, wo die anderen Knaben spielen.« Und weg war er. Dort auf dem Platze banden oft die kecksten Knaben ihre Schlitten an die Wagen der Landleute fest, und dann fuhren sie ein gutes Stück Weges mit. Das ging prächtig. Als sie im besten Spielen waren, da kam ein großer Schlitten, der war ganz weiß angestrichen, und darin saß jemand in einen rauen weißen Pelz gehüllt und mit einer weißen rauen Mütze. Der Schlitten fuhr zweimal herum um den Platz, und Karl band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest, und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher, gerade hinein in die nächste Straße. Der, welcher fuhr, wendete das Haupt und nickte freundlich zu. Es war gerade, als ob sie einander kannten. Jedes Mal, wenn Karl seinen kleinen Schlitten ablösen wollte, nickte die Person wieder, und dann blieb Karl sitzen. Sie fuhren endlich zum Stadttor hinaus. Da begann der Schnee so stark niederzufallen, dass der kleine Knabe keine Hand vor sich erblicken konnte, aber er fuhr davon. Da ließ er schnell die Schnur fallen, um von dem großen Schlitten loszukommen. Aber das half nichts,
Sein kleines Fahrzeug hing fest und es ging mit Windeseile. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn. Der Schnee trieb und der Schlitten flog von dannen. Mitunter gab es einen Sprung. Es war, als führe er über Gräben und Hecken. Er war ganz erschrocken. Er wollte sein Vaterunser beten, aber er konnte sich nur des großen Einmaleins entsinnen. Die Schneeflocken wurden größer und größer. Zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. Auf einmal sprangen sie zur Seite. Der große Schlitten hielt und die Person, die ihn fuhr, erhob sich. Pelz und Mütze waren ganz und gar von Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut gefahren«, sagte sie, »aber wer wird frieren? Krieche in meinen Bärenpelz.« Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten, schlug den Pelz um ihn, und es war, als versinke er in einem Schneetreiben. »Friert dich noch?« fragte sie, und dann küsste sie ihn auf die Stirn. Oh, das war kälter als Eis. Das ging ihm gerade hinein bis an sein Herz, welches ja doch zur Hälfte ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben, aber nur einen Augenblick. Dann tat es ihm gerade recht wohl. Er spürte nichts mehr von der Kälte ringsum. »Meinen Schlitten! Vergiss nicht meinen Schlitten!« Daran dachte er zuerst, und der wurde an eines der weißen Hühner festgebunden, und dieses flog hinterher mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin küsste Karl nochmals, und dann hatte er das kleine Gretchen, die Großmutter und alle daheim vergessen. »Nun bekommst du keine Küsse mehr«, sagte sie, »denn sonst küsse ich dich tot.« Karl sah sie an. Sie war sehr schön. Ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht denken. Sie erschien ihm nun nicht von Eis, wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte. In seinen Augen war sie vollkommen. Er fühlte gar keine Furcht. Er erzählte ihr, dass er im Kopf verrechnen könne, und zwar mit Brüchen. Er wisse die Größe des Landes und die Einwohnerzahl. Und sie lächelte immer. Das kam ihm vor, als wäre es noch nicht genug, was er wisse. Und er blickte hinauf in den großen, großen Luftraum. Und sie flog mit ihm, flog hoch hinauf in die schwarze Wolke, und der Sturm sauste und brauste. Es war, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder. Unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten, der Schnee funkelte, über demselben flogen die schwarzen, schreienden Krähen dahin. Aber hoch oben schien der Mond groß und klar, und den betrachtete Karl die lange, lange Winternacht. Am Tage schlief er zu den Füßen der Schneekönigin. Dritte Geschichte: Der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte. Aber wie erging es dem kleinen Gretchen, als Karl nicht zurückkehrte? Wo war er doch geblieben? Niemand wusste es. Niemand konnte Bescheid geben. Die Knaben erzählten nur, dass sie ihn seinen Schlitten an einen prächtig großen haben binden sehen, der in die Straße hinein und aus dem Stadttor gefahren sei. Niemand wusste, wo er war. Viele Tränen flossen. Das kleine Gretchen weinte viel und lange. Dann sagten sie, er sei tot. Er sei im Flusse versunken, der nahe bei der Stadt vorbeifloss. Oh, das waren recht lange, finstere Wintertage.
Nun kam der Frühling mit warmem Sonnenschein. »Karl ist tot«, sagte das kleine Gretchen. »Das glaube ich nicht«, sagte der Sonnenschein. »Er ist tot«, sagte sie zu den Schwalben. »Das glauben wir nicht«, erwiderten diese, und am Ende glaubte das kleine Gretchen es auch nicht. »Ich will meine neuen roten Schuhe anziehen«, sagte sie eines Morgens, »die, welche Karl noch nie gesehen hat, und dann will ich zum Fluss hinuntergehen und diesen nach ihm fragen.« Es war noch ganz früh. Sie küsste die alte Großmutter, welche noch schlief, zog die roten Schuhe an und ging ganz allein aus dem Stadttore nach dem Flusse. »Ist es wahr, dass du meinen kleinen Spielkameraden genommen hast? Ich will dir meine roten Schuhe geben, wenn du ihn mir wiedergeben willst.« Und es war, als nickten die Wogen sonderbar. Da nahm sie ihre roten Schuhe, das, was sie am liebsten hatte, und warf sie beide in den Fluss hinaus. Aber sie fielen dicht an das Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie ihr wieder an das Land. Es war, als wollte der Fluss das Liebste, was sie hatte, nicht nehmen, weil er den kleinen Karl ja nicht hatte. Gretchen aber glaubte nun, dass sie die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen habe, und so kroch sie in ein Boot, welches im Schilfe lag, ging ganz an das Ende desselben und warf die Schuhe von da aus in das Wasser. Aber das Boot war nicht festgebunden, und bei der Bewegung, welche sie verursachte, glitt es vom Lande ab. Sie bemerkte es nicht und beeilte sich fortzukommen, aber ehe sie zurückkam, war das Boot über eine Elle vom Lande, und nun trieb es schneller von dannen. Da wurde das kleine Gretchen ganz erschrocken und fing an zu weinen, aber niemand außer den Sperlingen hörte sie, und sie konnten sie nicht an das Land tragen. Aber sie flogen längs am Ufer und sangen gleichsam, um sie zu trösten, »Hier sind wir, hier sind wir!« Das Boot trieb mit dem Strome. Das kleine Gretchen saß ganz still in den bloßen Strümpfen. Ihre kleinen roten Schuhe trieben hinterher, aber sie konnten das Boot nicht erreichen, das hatte stärkere Fahrt. Hübsch war es an beiden Ufern. Schöne Blumen, alte Bäume und Abhänge mit Schafen und Kühen, aber nicht ein Mensch war zu erblicken. »Vielleicht trägt mich der Fluss zu dem kleinen Karl hin«, dachte Gretchen, und da wurde sie heiter, erhob sich und betrachtete viele Stunden die schönen grünen Ufer. Dann gelangte sie zu einem großen Kirschengarten, worin ein kleines Haus mit sonderbar roten und blauen Fenstern war. Übrigens hatte es ein Strohdach und draußen standen zwei hölzerne Soldaten, die vor den Vorbeisegelnden das Gewehr schulterten. Gretchen rief nach ihnen, sie glaubte, dass sie lebend seien, aber sie antworteten natürlich nicht. Sie kam ihnen ganz nahe, der Fluss trieb das Boot gerade auf das Land zu. Gretchen rief noch lauter, und da kam eine alte, alte Frau aus dem Hause, die sich auf einen Krückstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf, und der war mit den schönsten Blumen bemalt. »Du armes, kleines Kind«, sagte die alte Frau, »wie bist du auf den großen, reißenden Strom gekommen und weit in die Welt hinausgetrieben?« Und dann ging die alte Frau an das Wasser, erfasste mit ihrem Krückstock das Boot, zog es an das Land und hob das kleine Gretchen heraus. Diese war froh, wieder auf das Trockene zu gelangen, obgleich sie sich vor der alten Frau ein wenig fürchtete. »Komm doch und erzähle mir, wer du bist und wie du hierher kommst«, sagte sie. Gretchen erzählte ihr alles, und die Alte schüttelte mit dem Kopf und sagte, Und als Gretchen alles gesagt und gefragt hatte, ob sie nicht den kleinen Karl gesehen habe, sagte die Frau, dass er nicht vorbeigekommen sei,
aber er komme wohl noch. Sie solle nur nicht betrübt sein, sondern die Kirschen kosten, ihre Blumen betrachten, die seien schöner als irgendein Bilderbuch, eine jede könne eine Geschichte erzählen. Da nahm sie Gretchen bei der Hand, sie gingen in das kleine Haus hinein und die alte Frau schloss die Türe zu. Die Fenster lagen sehr hoch und die Scheiben waren rot, blau und gelb und das Tageslicht schien ganz sonderbar herein. Aber auf dem Tische standen die schönsten Kirschen und Gretchen aß so viele davon, als sie wollte, denn das war ihr erlaubt. Während sie speiste, kämmte die alte Frau ihr Haar mit einem goldenen Kamm und das Haar ringelte sich und glänzte herrlich gelb rings um das kleine freundliche Antlitz, welches rund war und wie eine Rose aussah. »Nach einem so lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt«, sagte die Alte. »Nun wirst du sehen, wie gut wir miteinander leben werden.« Und so, wie sie dem kleinen Gretchen das Haar kämmte, vergaß diese mehr und mehr ihren Kameraden Karl, denn die alte Frau konnte zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur ein bisschen zu ihrem eigenen Vergnügen und wollte gern das kleine Gretchen behalten. Deshalb ging sie hinaus in den Garten, streckte ihren Krückstock gegen alle Rosensträucher aus und wie schön sie auch blühten, so sanken sie alle in die schwarze Erde hinunter und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte fürchtete, dass Gretchen, wenn sie die Rosen erblickte, an ihre eigenen denken und sich dann des kleinen Karl erinnern und davonlaufen würde. Nun führte sie Gretchen in den Blumengarten. Was war das für ein Duft und eine Herrlichkeit? Alle nur denkbaren Blumen für jede Jahreszeit standen hier in der prächtigsten Blüte. Kein Bilderbuch konnte hübscher und bunter sein. Gretchen sprang vor Freude und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Dann bekam sie ein schönes Bett mit roten Seidenkissen, die mit Veilchen gestopft waren, und sie schlief und träumte so herrlich, wie nur eine Königin an ihrem Hochzeitstage. Am nächsten Tage konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen. So verflossen viele Tage. Gretchen kannte jede Blume, aber wie viele es auch waren, so war es ihr doch, als ob eine fehlte. Aber welche, das wusste sie nicht. Da sitzt sie eines Tages und betrachtet den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen. Und gerade die schönste darunter war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, diese vom Hute wegzuwischen, als sie die anderen in die Erde verbannte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht immer gesammelt hat. »Was?« sagte Gretchen, »sind hier keine Rosen?« und sprang zwischen die Beete und suchte, aber da waren keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte. Aber ihre Tränen fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war. Und als die warmen Tränen die Erde benetzten, schoss der Strauch auf einmal empor, so blühend, als er versunken war. Und Gretchen umarmte ihn, küsste die Rosen und gedachte der herrlichen Rosen daheim und mit ihnen auch des kleinen Karl. »Oh, wie bin ich aufgehalten worden«, sagte das kleine Mädchen. »Ich wollte ja den kleinen Karl suchen. Wisst ihr nicht, wo er ist?« fragte sie die Rosen. »Glaubt ihr, er sei tot?« »Tot ist er nicht«, sagten die Rosen. »Wir sind ja in der Erde gewesen. Dort sind ja alle die Toten. Aber Karl war nicht da.« »Ich danke euch«, sagte das kleine Gretchen. Und sie ging zu den anderen Blumen hin, sah in deren Kelch hinein und fragte, »Wisst ihr nicht, wo der kleine Karl ist?«
aber jede Blume stand in der Sonne und träumte nur ihr eigenes Märchen oder Geschichtchen. Davon hörte Gretchen viele, viele, aber keine wusste etwas von Karl. »Und was sagte denn die Feuerlilie? Hörst du die Trommeln? Bum, bum. Es sind nur zwei Töne. Immer bum, bum. Höre der Frauen Trauergesang. Höre den Ruf der Priester. In ihrem langen, roten Mantel steht das Hindu-Weib auf dem Scheiterhaufen. Die Flammen lodern um sie und ihren toten Mann herum. Aber das Hindu-Weib denkt an den Lebenden hier im Kreise. An ihn, dessen Augen heißer als die Flammen brennen. An ihn, dessen Augenfeuer ihr Herz stärker berührt als die Flammen, welche bald ihren Körper zu Asche verbrennen. Kann die Flamme des Herzens in der Flamme des Scheiterhaufens ersterben? »Das verstehe ich durchaus nicht«, sagte das kleine Gretchen. »Das ist mein Märchen«, sagte die Feuerlilie. »Was sagt die Winde?« Über den schmalen Feldweg hinaus hängt eine alte Ritterburg. Dichtes Immergrün wächst um die alten roten Mauern empor, Blatt an Blatt, um den Altan herum, und da steht ein schönes Mädchen. Sie beugt sich über das Geländer hinaus und sieht den Weg hinunter. Keine Rose hängt frischer an den Zweigen als sie, keine Apfelblüte, wenn der Wind sie dem Baume entführt, ist schwebender als sie. Wie rauscht das prächtige Seidengewand? Kommt er noch nicht? »Ist es Karl, den du meinst?« fragte das kleine Gretchen. »Ich spreche nur von meinem Märchen, meinem Traume«, erwiderte die Winde. »Was sagt die kleine Schneeblume?« »Zwischen Bäumen hängt an Seilen das lange Brett. Das ist eine Schaukel. Zwei niedliche kleine Mädchen. Die Kleider sind weiß wie der Schnee. Lange grüne Seidenbänder flattern von den Hüten, sitzen und schaukeln sich. Der Bruder, welcher größer ist als sie, steht in der Schaukel. Er hat den Arm um das Seil geschlagen, um sich zu halten, denn in der einen Hand hält er eine kleine Schale, in der anderen eine Tonpfeife. Er bläst Seifenblasen. Die Schaukel geht und die Blasen fliegen mit schönen, wechselnden Farben. Die letzte hängt noch am Pfeifenstiel und biegt sich im Winde. Die Schaukel geht. Der kleine schwarze Hund, leicht wie die Blasen, erhebt sich auf den Hinterfüßen und will mit in die Schaukel. Sie fliegt. Der Hund fällt, bellt, ist böse. Er wird geneckt, die Blasen bersten. Ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist mein Gesang. Es ist wohl möglich, dass es hübsch ist, was du erzählst, aber du sagst es so traurig und erwähnst den kleinen Karl gar nicht. Was sagen die Hyazinthen? Es waren drei schöne Schwestern, durchsichtig und fein. Das Kleid der einen war rot, das der anderen blau und das der dritten ganz weiß. Hand in Hand tanzten sie beim stillen See im klaren Mondschein. Es waren keine Elfen, es waren Menschenkinder. Dort duftete es süß und die Mädchen verschwanden im Walde. Der Duft wurde stärker. Drei Särge, darin lagen die schönen Mädchen, glitten von des Waldes Dickicht über den See hin. Die Johanniswürmchen flogen leuchtend ringsumher als kleine schwebende Lichter. Schlafen die tanzenden Mädchen oder sind sie tot? Der Blumenduft sagt, sie sind Leichen, die Abendglocke läutet den Grabgesang. »Du machst mich ganz betrübt«, sagte das kleine Gretchen, »du duftest so stark. Ich muss an die toten Mädchen denken. Ach, ist denn der kleine Karl wirklich tot? Die Rosen sind unten in der Erde gewesen und sie sagten nein.« Kling, klang, läuteten die Hyazinthenglocken.
Wir läuten nicht für den kleinen Karl, wir kennen ihn nicht. Wir singen nur unser Lied, das einzige, welches wir können. Und Gretchen ging zur Butterblume, die aus den glänzenden grünen Blättern hervorschien. »Du bist eine kleine, klare Sonne«, sagte Gretchen. »Sag mir, ob du weißt, wo ich meinen Gespielen finden kann.« Und die Butterblume glänzte so schön und sah wieder auf Gretchen. Welches Lied mochte die Butterblume wohl singen? Es handelte auch nicht von Karl. In einem kleinen Hofe schien die liebe Gottessonne am ersten Frühlingstage schön warm. Ihre Strahlen glitten an des Nachbarhauses weißen Wänden hinan. Dicht dabei wuchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhl. Die Enkelin, ein armes, schönes Dienstmädchen, kehrte von einem kurzen Besuch heim. Sie küsste die Großmutter. Es war Gold, Herzensgold in dem gesegneten Kuss. Gold im Munde, Gold im Grunde, Gold dort in der Morgenstunde. Sieh, das ist meine kleine Geschichte, sagte die Butterblume. Meine arme alte Großmutter, seufzte Gretchen. Ja, sie sehnt sich gewiss nach mir, ist betrübt über mich, ebenso wie sie es über den kleinen Karl war. Aber ich komme bald wieder nach Hause und dann bringe ich ihn mit. Es nützt zu nichts, dass ich die Blumen frage. Die wissen nur ihr eigenes Lied. Sie geben mir keinen Bescheid. Und dann band sie ihr kleines Kleid auf, damit sie rascher gehen könne. Aber die Pfingstlilie schlug ihr über das Bein, indem sie darüber hinsprang. Da blieb sie stehen, betrachtete die lange gelbe Blume und fragte, »Weißt du vielleicht etwas?« Und sie bog sich ganz zur Pfingstlilie herab. Und was sagte die? »Ich kann mich selbst erblicken. Ich kann mich selbst sehen«, sagte die Pfingstlilie. »Oh, oh, wie ich dufte! Oben in dem kleinen Erkerzimmer steht, halb bekleidet, eine kleine Tänzerin. Sie steht bald auf einem Bein, bald auf beiden. Sie tritt die ganze Welt mit Füßen. Sie ist nichts als Augenverblendung. Sie gießt Wasser aus dem Teetopf auf ein Stück Zeug aus, welches sie hält. Es ist der Schnürleib. Reinlichkeit ist eine schöne Sache. Das weiße Kleid hängt am Haken. Das ist auch im Teetopf gewaschen und auf dem Dache getrocknet. Sie zieht es an, nimmt das safrangelbe Tuch um den Hals. So scheint das Kleid weißer. Die Beine ausgestreckt. Sieh, wie sie auf einem Stiele prangt. Ich kann mich selbst erblicken. Ich kann mich selbst erblicken. Darum kümmere ich mich gar nicht, sagte Gretchen. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Und dann lief sie nach dem Ende des Gartens. Die Tür war verschlossen, aber sie drückte auf die verrostete Klinke, so dass diese losging. Die Tür sprang auf, und da lief das kleine Gretchen mit bloßen Füßen in die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück, aber da war niemand, der sie verfolgte. Zuletzt konnte sie nicht mehr gehen und setzte sich auf einen großen Stein. Und als sie ringsum sah, war der Sommer vorbei. Es war Spätherbst. Das konnte man in dem schönen Garten gar nicht merken, wo immer Sonnenschein und Blumen aller Jahreszeiten waren. »Gott, wie habe ich mich verspätet?« sagte das kleine Gretchen. »Es ist ja Herbst geworden. Da darf ich nicht ruhen.« Und sie erhob sich, um weiterzugehen. Oh, wie waren die kleinen Füße wund und müde. Ringsumher sah es kalt und rau aus. Die langen Weidenblätter waren ganz gelb und der Tau tröpfelte als Wasser herab. Ein Blatt fiel nach dem anderen ab, nur der Schlehendorn trug noch Früchte. Die waren herb
und zogen den Mund zusammen. Oh, es war grau und schwer in der weiten Welt. Vierte Geschichte: Prinz und Prinzessin. Gretchen musste sich wieder ausruhen. Da hüpfte dort auf dem Schnee, der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber, eine große Krähe. Die hatte lange gesessen, sie betrachtet und mit dem Kopfe gewackelt. Nun sagte sie: »Kra, kra, gut Tag, gut Tag.« Besser konnte sie es nicht herausbringen, aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen und fragte, wohin sie allein in die weite Welt hinausgehe. Das Wort »allein« verstand Gretchen sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag. Und dann erzählte sie der Krähe ihr ganzes Leben und Geschick und fragte, ob sie nicht Karl gesehen habe. Die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte: »Das könnte sein.« »Wie? Glaubst du?« rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe totgedrückt, so küsste sie diese. »Vernünftig, vernünftig«, sagte die Krähe. »Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, es kann der kleine Karl sein. Aber nun hat er dich sicher über die Prinzessin vergessen.« »Wohnt er bei einer Prinzessin?« fragte Gretchen. »Ja, höre«, sagte die Krähe. »Aber es fällt mir schwer, deine Sprache zu reden. Verstehst du die Krähensprache? Dann will ich besser erzählen.« »Nein, diese habe ich nicht gelernt«, sagte Gretchen. »Aber die Großmutter konnte sie, und auch die P-Sprache konnte sie sprechen.« Fußnote: ein Kauderwelsch der Kinder. Ende Fußnote. »Hätte ich es nur gelernt.« »Schadet gar nichts«, sagte die Krähe. »Ich werde erzählen, so gut ich kann, aber schlecht wird es immer.« Dann erzählte sie, was sie wusste. »In diesem Königreich, in welchem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin. Die ist ganz außerordentlich klug, aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie. Vor kurzem sitzt sie auf dem Throne, und das ist doch nicht angenehm, sagt man. Da fängt sie an, ein Lied zu singen. Weshalb sollte ich mich nicht verheiraten?« »Höre, da ist etwas dran«, sagte sie, und so wollte sie sich verheiraten, aber sie wollte nur einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm sprach. Einen, der nicht nur stand und vornehm aussah, denn das ist langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln, und als diese hörten, was sie wollte, wurden sie sehr vergnügt. »Das mag ich leiden«, sagten sie, »daran dachte ich neulich auch.« »Du kannst glauben, dass jedes Wort, das ich sage, wahr ist«, sagte die Krähe. »Ich habe eine zahme Geliebte, die geht frei im Schlosse umher, und die hat mir alles erzählt.« Die Geliebte war natürlich auch eine Krähe, denn eine Krähe sucht die andere, und das bleibt immer eine Krähe. Die Zeitungen kamen sogleich mit einem Rand von Herzen und der Prinzessin Namenszug heraus. Man konnte darin lesen, dass es jedem jungen Mann, der gut aussah, frei stehe, auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen, und derjenige, welcher rede, dass man hören könne, er sei dort zu Hause, und der am besten spreche, den wolle die Prinzessin zum Mann nehmen. »Ja, ja«, sagte die Krähe, »du kannst es mir glauben, es ist so gewiss wahr, als ich hier sitze.« Die Leute strömten herzu. Das war ein Gedränge und ein Laufen, aber es glückte nicht, weder den ersten noch den zweiten Tag. Sie konnten alle gut sprechen, wenn sie draußen auf der Straße waren, aber wenn sie in das Schlosstor traten und sahen die Wachen in Silber und die Treppe hinauf die Diener in Gold und die großen erleuchteten Säle, dann wurden sie verwirrt. Und standen sie vor dem Throne, wo die Prinzessin saß, dann wussten sie nichts zu sagen,
als das letzte Wort, was sie gesprochen hatte. Und sie bekümmerte sich nicht darum, das noch einmal zu hören. Es war gerade, als ob die Leute da drinnen Schnupftabak auf den Magen bekommen hätten und in den Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf die Straße kamen. Dann konnten sie wieder sprechen. Da stand eine ganze Reihe, vom Stadttor an bis ans Schloss. »Ich war selbst drinnen, um es zu sehen«, sagte die Krähe. Sie wurden sowohl hungrig wie durstig, aber auf dem Schlosshof erhielten sie nicht einmal ein Glas Wasser. Zwar hatten einige der Klügsten Butterbrot mitgenommen, aber sie teilten nicht mit ihren Nachbarn. Sie dachten, »Lass ihn nur hungrig aussehen, dann nimmt die Prinzessin ihn nicht.« »Aber Karl, der kleine Karl«, fragte Gretchen, »wann kam er? War er unter der Menge?« »Warte, warte, nun sind wir gerade bei ihm. Es war am dritten Tag. Da kam eine kleine Person, ohne Pferd oder Wagen, ganz fröhlich gerade auf das Schloss marschiert. Seine Augen glänzten wie deine, er hatte schöne lange Haare, aber sonst ärmliche Kleider.« »Das war Karl«, jubelte Gretchen. »Oh, dann habe ich ihn gefunden.« Und dann klatschte sie in die Hände. »Er hatte ein kleines Ränzel auf dem Rücken«, sagte die Krähe. »Nein, das war sicher sein Schlitten«, sagte Gretchen, »denn mit dem Schlitten ging er fort.« »Das kann wohl sein«, sagte die Krähe. »Ich sah nicht so genau danach. Aber das weiß ich von meiner zahmen Geliebten, dass, wie er in das Schlosstor kam und die Leibwache in Silber und die Treppe hinauf die Diener in Gold sah, er nicht im Mindesten verlegen wurde, nickte und zu ihnen sagte, »Das muss langweilig sein, auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein.« Da glänzten die Säle von Lichtern. Geheimräte und Staatsräte gingen auf bloßen Füßen und trugen Goldgefäße. Man konnte wohl bedenklich werden. Seine Stiefel knarrten gewaltig laut, aber ihm wurde nicht bange. »Das ist ganz gewiss Karl«, sagte Gretchen. »Ich weiß, er hatte neue Stiefel. Ich habe sie in der Großmutterstube knarren hören.« »Ja, sie knarrten«, sagte die Krähe. Und fröhlich ging er gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, welche so groß wie ein Spinnrad war. Alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der Jungfern und alle Ritter mit ihren Dienern und den Dienern der Diener, die wieder einen Burschen hielten, standen ringsum aufgestellt, und je näher sie der Tür standen, desto stolzer sahen sie aus. Des Dieners Dieners Bursche, der immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen, so stolz steht er in der Tür. »Das muss greulich sein«, sagte das kleine Gretchen, »und Karl hat doch die Prinzessin erhalten?« »Wäre ich nicht Krähe gewesen, so hätte ich sie genommen, und das ungeachtet ich verlobt bin. Er soll ebenso gut gesprochen haben, wie ich spreche, wenn ich die Krähensprache rede. Das habe ich von meiner zahmen Geliebten gehört. Er war fröhlich und niedlich. Er war gar nicht gekommen zum Freien, sondern nur, um der Prinzessin Klugheit zu hören. Und die fand er gut. Und sie fand ihn wieder gut.« »Ja, sicher, das war Karl«, sagte Gretchen. »Er war so klug. Er konnte die Kopfrechnung mit Brüchen. Oh, willst du mich nicht auf dem Schlosse einführen?« »Ja, das ist leicht gesagt«, sagte die Krähe. »Aber wie machen wir das?« »Ich werde darüber mit meiner zahmen Geliebten sprechen. Sie kann uns wohl Rat erteilen. Denn, das muss ich dir sagen, so ein kleines Mädchen wie du bist, bekommt nie Erlaubnis hineinzukommen.« »Ja, die erhalte ich«, sagte Gretchen. »Wenn Karl hört, dass ich da bin, kommt er sogleich heraus und holt mich.« »Erwarte mich vor dem Gitter«, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopf und flog davon.
Erst als es spät abends war, kehrte die Krähe zurück. »Rar, rar«, sagte sie, »ich soll dich vielmals von ihr grüßen, und hier ist ein kleines Brot für dich. Das nahm sie aus der Küche, da ist Brot genug, und du bist sicher hungrig. Es ist nicht möglich, dass du in das Schloss hineinkommst. Du hast ja bloße Füße. Die Wachen in Silber und die Diener in Gold würden es nicht erlauben. Aber weine nicht, du sollst schon hinaufkommen. Meine Geliebte kennt eine kleine Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt, und sie weiß, wo sie den Schlüssel erhalten kann.« Sie gingen in den Garten hinein, in die große Allee, wo das eine Blatt nach dem anderen abfiel, und als auf dem Schlosse die Lichter ausgelöscht wurden, das eine nach dem anderen, führte die Krähe das kleine Gretchen zu einer Hintertür, die angelehnt stand. Oh, wie Gretchens Herz vor Angst und Sehnsucht pochte! Es war ihr, als ob sie etwas Böses tun wollte, und sie wollte ja doch nur wissen, ob der kleine Karl da sei. Ja, er musste hier sein. Sie gedachte ganz deutlich seiner klaren Augen, seines langen Haares. Sie konnte ihn lächeln sehen, wie damals, als er daheim unter den Rosen saß. Er würde sicher froh sein, sie zu erblicken, zu hören, welchen langen Weg sie um seinetwillen zurückgelegt, zu wissen, wie betrübt sie alle daheim gewesen, als er nicht wiedergekommen. Oh, das war eine Furcht und eine Freude. Nun waren sie auf der Treppe. Dort brannte eine kleine Lampe auf einem Schranke, und mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe und wendete den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gretchen, die sich verneigte, wie die Großmutter sie gelehrt hatte. »Mein Verlobter hat mir sehr viel Gutes von Ihnen gesagt, mein Fräulein«, sagte die zahme Krähe. »Ihr Lebenslauf ist auch sehr rührend. Wollen Sie die Lampe nehmen? Dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den geraden Weg, denn da begegnen wir niemand.« »Es ist mir, als käme gerade jemand hinter uns«, sagte Gretchen, »und es sauste an ihr vorbei. Es war wie Schatten an der Wand entlang. Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferde.« »Das sind nur Träume«, sagte die Krähe. »Die kommen und holen der hohen Herrschaft Gedanken zur Jagd ab. Es ist recht gut, dann können sie sie besser im Bette betrachten. Aber ich hoffe, wenn sie zu Ehren und Würden gelangen, dass sie dann ein dankbares Herz zeigen werden.« »Darüber bedarf es keiner Worte«, sagte die Krähe vom Wald. Nun kamen sie in den ersten Saal. Der war von rosenrotem Atlas, mit künstlichen Blumen an den Wänden hinauf. Hier sausten die Träume schon an ihnen vorüber, aber sie fuhren so schnell, dass Gretchen nicht die hohen Herrschaften zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere, ja, man konnte wohl betäubt werden, und nun waren sie im Schlafgemach. Die Decke hier glich einer großen Palme mit Blättern von Glas, kostbarem Glas, und mitten auf dem Fußboden hingen an einem dicken Stängel von Gold zwei Betten, von denen jedes wie eine Lilie aussah. Das eine Bett war weiß, in diesem lag die Prinzessin, das andere war rot, und in diesem sollte Gretchen den kleinen Karl suchen. Sie bog eines der roten Blätter zur Seite, und da sah sie einen braunen Nacken. Oh, es war Karl! Sie rief ganz laut seinen Namen, hielt die Lampe gegen ihn hin, die Träume sausten zu Pferde wieder in die Stube hinein, er erwachte, wendete das Haupt und es war nicht der kleine Karl. Der Prinz glich ihm nur im Nacken. Aber jung und hübsch war er. Und aus dem weißen Lilienblatt blinzelte die Prinzessin hervor
und fragte, was das sei. Da weinte das kleine Gretchen und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähe für sie getan hatte. »Du armes Kind«, sagten der Prinz und die Prinzessin, belobten die Krähen und sagten, dass sie gar nicht böse auf sie seien, aber sie sollten es doch nicht wieder tun. Übrigens sollten sie eine Belohnung erhalten. »Wollt ihr frei fliegen?«, fragte die Prinzessin, »oder wollt ihr feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit allem, was da in der Küche abfällt?« Die beiden Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie gedachten des Alters und sagten, es sei schön, etwas für das Alter zu haben. Der Prinz stand aus seinem Bett auf und ließ das Gretchen darin schlafen. Mehr konnte er wirklich nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie gut sind die Menschen und die Tiere. Und dann schloss sie ihre Augen und schlief sanft. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen, und da sahen sie wie Gottes Engel aus, und sie zogen einen kleinen Schlitten, auf welchem Karl saß und nickte. Aber das Ganze war nur Traum, und deshalb war es auch wieder fort, als sie aufwachte. Am nächsten Tag wurde sie von Kopf bis zu Fuß in Seide und Samt gekleidet. Es wurde ihr angeboten, auf dem Schloss zu bleiben und gute Tage zu genießen, aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferd davor, um ein paar Schuhe, dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Karl suchen. Sie erhielt sowohl Schuhe und Muff, sie wurde niedlich gekleidet, und als sie fort wollte, hielt vor der Tür eine neue Kutsche von reinem Gold. Des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzte an derselben wie ein Stern. Kutscher, Diener und Vorreiter, denn da waren auch Vorreiter, saßen mit Goldkronen auf dem Kopfe. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr alles Glück. Die Waldkrähe, welche nun verheiratet war, begleitete sie die ersten 3 Meilen. Sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte nicht ertragen, rückwärts zu fahren. Die andere Krähe stand an der Tür und schlug mit den Flügeln. Sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, seitdem sie feste Anstellung und zu viel zu essen erhalten hatte. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln gefüttert und im Sitz waren Früchte und Pfeffernüsse. »Lebewohl, lebewohl«, riefen der Prinz und die Prinzessin. Das kleine Gretchen weinte und die Krähe weinte auch. So ging es die ersten Meilen. Dann sagte auch die Krähe lebewohl. Und das war der schwerste Abschied. Sie flog in einen Baum hinauf und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, welcher wie der klare Sonnenschein glänzte, erblicken konnte. Fünfte Geschichte: Das kleine Räubermädchen. Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete gleich einer Fackel. Das stach den Räubern in die Augen, das konnten sie nicht ertragen. »Das ist Gold, das ist Gold«, riefen sie, stürzten hervor, ergriffen die Pferde, schlugen die kleinen Vorreiter, den Kutscher und die Diener tot und zogen nun das kleine Gretchen aus dem Wagen. »Sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nusskernen gefüttert«, sagte das alte Räuberweib, das einen struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihr über die Augen herabhingen. »Das ist so gut wie ein kleines fettes Lamm. Na, wie soll die schmecken?« Und dann zog sie ihr blankes Messer heraus, und das glänzte, dass es greulich war. »Au«, sagte das Weib zu gleicher Zeit, denn sie wurde von ihrer eigenen Tochter, die auf ihrem Rücken hing, so wild und unartig, dass es eine Lust war, in das Ohr gebissen. »Du grässlicher Balg«, sagte die Mutter und kam nicht dazu, Gretchen zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen.
Sie soll mir ihren Muff, ihr hübsches Kleid geben, bei mir in meinem Bett schlafen. Und dabei biss sie wieder, dass das Räuberweib in die Höhe sprang und sich rings herumdrehte, und alle Räuber lachten und sagten, »Sieh, wie sie mit ihrem Jungen tanzt!« »Ich will in den Wagen hinein!« Und sie musste und wollte ihren Willen haben, denn sie war verzogen und hartnäckig. Sie und Gretchen saßen darinnen, und so fuhren sie über Stock und Stein tief in den Wald hinein. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gretchen, aber stärker, breitschuldriger und von dunkler Haut. Die Augen waren ganz schwarz. Sie sahen fast traurig aus. Sie nahm das kleine Gretchen um den Leib und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich dir nicht böse werde. Du bist wohl eine Prinzessin?« »Nein«, sagte Gretchen und erzählte ihr alles, was sie erlebt hatte und wie viel sie vom kleinen Karl hielt. Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft, nickte ein wenig mit dem Kopf und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, selbst wenn ich dir böse werde. Dann werde ich es schon selbst tun.« Und dann trocknete sie Gretchens Augen und steckte ihre beiden Hände in den schönen Muff, der weich und warm war. Nun hielt die Kutsche still. Sie waren mitten auf dem Hof eines Räuberschlosses, das von oben bis unten auseinandergeborsten war. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern, und die großen Bullenbeißer, von denen ein jeder aussah, als könne er einen Menschen verschlingen, sprangen hoch empor, aber sie bellten nicht, denn das war verboten. In dem großen, alten, verräucherten Saale brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein großes Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin und musste sich selbst einen Ausweg suchen. Ein großer Braukessel mit Suppe kochte, und sowohl Hasen als Kaninchen wurden an Spießen gebraten. »Du sollst diese Nacht mit mir bei allen meinen kleinen Tieren schlafen«, sagte das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann nach einer Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Oben darüber saßen auf Latten und Stäben mehr als 100 Tauben, die alle zu schlafen schienen, sich aber doch ein wenig drehten, als die beiden kleinen Mädchen kamen. »Die gehören mir alle«, sagte das kleine Räubermädchen und ergriff eine der nächsten, hielt sie bei den Füßen und schüttelte sie, dass sie mit den Flügeln schlug. »Küsse sie«, rief sie und schlug sie ihr ins Gesicht. »Da sitzen die Waldtauben«, fuhr sie fort, und zeigte hinter einer Anzahl Stäbe, die vor einem Loch oben in der Mauer eingeschlagen waren. »Das sind Waldtauben, die beiden. Die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht ordentlich eingeschlossen hält. Und hier steht mein alter, liebster Bäh.« Und damit zog sie ein Rentier am Horn, welches einen kupfernen Ring um den Hals trug und gebunden war. »Den müssen wir auch in der Klemme halten, sonst springt er von uns fort. An jedem Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer. Davor fürchtet er sich.« Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einer Spalte in der Mauer und ließ es über des Rentiers Hals gleiten. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus, aber das kleine Räubermädchen lachte und zog dann Gretchen mit in das Bett hinein. »Willst du das Messer behalten, wenn du schläfst?« fragte Gretchen und blickte etwas furchtsam nach demselben. »Ich schlafe immer mit dem Messer«, sagte das kleine Räubermädchen. »Man weiß nie, was vorfallen kann. Aber erzähle mir nun wieder, was du mir vorhin von dem kleinen Karl erzähltest und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist.« Gretchen erzählte wieder von vorn an, und die Waldtauben knurrten oben im Käfig, und die anderen Tauben schliefen. Das kleine Räubermädchen legte ihren Arm um Gretchens Hals, hielt das Messer in der anderen Hand und schlief, dass man es hören konnte. Aber Gretchen konnte ihre Augen nicht schließen. Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben würde.
Die Räuber saßen rings um das Feuer, sangen und tranken, und das Räuberweib schoss Purzelbäume. Oh, es war ganz greulich für das kleine Mädchen mit anzusehen. Da sagten die Waldtauben: »Kurre, Kurre, wir haben den kleinen Karl gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin, welche dicht über den Wald hinfuhr, als wir im Nest lagen. Sie blies auf uns Junge, und außer uns beiden starben alle. Kurre, Kurre!« »Was sagt ihr dort oben?« rief Gretchen. »Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon?« »Sie reiste wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis. Frage das Rentier, welches am Strick angebunden steht.« »Dort ist Eis und Schnee, dort ist es herrlich und gut«, sagte das Rentier. »Dort springt man frei umher in den großen, glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr festes Schloss hat sie droben gegen den Nordpol, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird.« »O Karl, kleiner Karl«, seufzte Gretchen. »Nun musst du stillliegen«, sagte das Räubermädchen, »sonst stoße ich dir das Messer in den Leib.« Am andern Morgen erzählte Gretchen ihr alles, was die Waldtauben gesagt hatten, und das Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte aber mit dem Kopf und sagte: »Das ist einerlei, das ist einerlei. Weißt du, wo Lappland ist?« fragte sie das Rentier. »Wer könnte es wohl besser wissen als ich?« sagte das Tier, und die Augen funkelten ihm im Kopfe. »Dort bin ich geboren und erzogen, dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen.« »Höre«, sagte das Räubermädchen zu Gretchen, »du siehst, alle unsere Mannsleute sind fort, jedoch die Mutter ist noch hier und sie bleibt zu Hause. Gegen Mittag aber trinkt sie aus der großen Flasche und schlummert dann ein wenig darauf. Dann werde ich etwas für dich tun.« Und nun sprang sie aus dem Bett, fuhr der Mutter um den Hals, zog sie am Knebelbart und sagte: »Mein einzig lieber Ziegenbock, guten Morgen.« Die Mutter gab ihr Nasenstüber, dass die Nase rot und blau wurde, aber alles aus lauter Liebe. Als die Mutter dann aus der Flasche getrunken hatte und darauf einschlief, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte: »Ich könnte große Freude davon haben, dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn dann bist du so possierlich. Aber das ist einerlei. Ich will deine Schnur lösen und dir hinaushelfen, damit du nach Lappland laufen kannst. Du musst aber tüchtig springen und das kleine Mädchen zum Schloss der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie sprach laut genug und du lauschtest.« Das Rentier sprang vor Freude hoch empor. Das Räubermädchen hob das kleine Gretchen hinauf und hatte die Vorsicht, sie festzubinden, ja sogar ihr ein kleines Kissen zum Sitzen zu geben. »Das ist einerlei«, sagte sie, »da hast du deine Pelzschuhe, denn es wird kalt. Aber den Muff behalte ich, der ist gar zu niedlich. Darum sollst du doch nicht frieren. Hier hast du meiner Mutter große Fausthandschuhe, die reichen dir gerade bis zum Ellenbogen hinauf. Zieh sie an, und nun siehst du an den Händen gerade wie meine hässliche Mutter aus.« Gretchen weinte vor Freude. »Ich kann nicht leiden, dass du weinst«, sagte das kleine Räubermädchen. »Nun musst du gerade recht froh aussehen, und da hast du zwei Brote und einen Schinken, dann wirst du nicht hungern.« Beides wurde hinten auf das Rentier gebunden, das kleine Räubermädchen öffnete die Tür, lockte alle großen Hunde herein, durchschnitt dann den Strick mit ihrem scharfen Messer und sagte zum Rentier: »Laufe, aber gib recht auf das kleine Mädchen Acht.« Gretchen streckte die beiden Hände mit den großen Fausthandschuhen gegen das Räubermädchen aus und sagte lebewohl.
und dann flog das Rentier über Stock und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so viel es nur konnte. Die Wölfe heulten und die Raben schrien. Es war gerade, als sprühte der Himmel Feuer. »Das sind meine alten Nordlichter«, sagte das Rentier. »Sieh, wie sie leuchten!« Und dann lief es noch schneller davon, Nacht und Tag. Die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch. Und dann waren sie in Lappland. Sechste Geschichte: Die Lappin und die Finnin. Vor einem kleinen Hause hielten sie an. Es war sehr ärmlich. Das Dach ging bis zur Erde hinunter und die Tür war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauch kriechen musste, wenn sie heraus- oder hineinkommen wollte. Hier war außer einer alten Lappin, welche mit einer Tranlampe Fische kochte, niemand zu Hause. Das Rentier erzählte Gretchens ganze Geschichte, aber zuerst seine eigene, denn diese erschien ihm weit wichtiger, und Gretchen war von der Kälte so mitgenommen, dass sie nicht sprechen konnte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappin, »da habt ihr noch weit zu laufen. Ihr müsst über 100 Meilen weit nach Finnmarken hinein, denn dort wohnt die Schneekönigin auf dem Lande und brennt jeden Abend bengalische Flammen. Ich werde ein paar Worte auf einen trockenen Klippfisch schreiben. Papier habe ich nicht. Den werde ich euch für die Finnin dort oben mitgeben. Die kann euch besser Bescheid erteilen als ich.« Und als Gretchen nun erwärmt worden war und zu essen und zu trinken erhalten hatte, schrieb die Lappin ein paar Worte auf einen trockenen Klippfisch, bat Gretchen, wohl darauf zu achten, band sie wieder auf das Rentier fest und dieses sprang davon. Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter. Und dann kamen sie nach Finnland und klopften an den Schornstein der Finnin, denn sie hatte nicht einmal eine Tür. Da war eine Hitze drinnen, so dass die Finnin selbst fast ganz nackt ging. Sie war klein und dabei ganz schmutzig. Sie löste gleich die Kleider des kleinen Gretchens auf, zog ihr die Fausthandschuhe und Stiefel aus, denn sonst wäre es ihr zu heiß geworden, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Klippfisch geschrieben stand. Sie las es 3-mal, und dann wusste sie es auswendig und steckte den Fisch in den Suppenkessel, denn der konnte ja gut gegessen werden, und sie verschwendete nie etwas. Nun erzählte das Rentier zuerst seine Geschichte, dann die des kleinen Gretchens, und die Finnin blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber gar nichts. »Du bist klug«, sagte das Rentier. »Ich weiß, du kannst alle Winde der Welt in einem Zwirnsfaden zusammenbinden. Wenn der Schiffer den einen Knoten löst, so erhält er guten Wind. Löst er den anderen, dann weht es scharf, und löst er den dritten und vierten, dann stürmt es, dass die Wälder umfallen. Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass sie 12 Männerkraft erhält und die Schneekönigin überwindet?« 12 Männerkraft«, sagte die Finnin, »ja, das würde viel helfen.« Und dann ging sie nach einem Brette, nahm ein großes, zusammengerolltes Fell herunter und rollte es auf. Da waren wunderbare Buchstaben darauf geschrieben, und die Finnin las, dass ihr das Wasser von der Stirne herunterlief. Aber das Rentier bat so sehr für das kleine Gretchen, und Gretchen blickte die Finnin mit so bittenden Augen voller Tränen an, dass diese wieder mit den ihrigen zu blinzeln anfing und das Rentier in einen Winkel zog, wo sie ihm zuflüsterte, während es wieder frisches Eis auf den Kopf bekam. »Der kleine Karl ist noch bei der Schneekönigin und findet dort alles nach seinem Geschmack und Gefallen.
und glaubt, es sei der beste Ort in der Welt. Das kommt aber davon, weil er einen Glassplitter in das Herz und ein kleines Glaskörnchen in das Auge bekommen hat. Die müssen zuerst heraus, sonst wird er nie ein Mensch und die Schneekönigin wird die Gewalt über ihn behalten. Aber kannst du nicht dem kleinen Gretchen etwas eingeben, dass sie Gewalt über das Ganze erhält? Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt. Siehst du nicht, wie groß diese ist? Siehst du nicht, wie Menschen und Tiere ihr dienen müssen, wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist? Sie kann ihre Macht nicht von uns erhalten. Diese sitzt in ihrem Herzen und besteht darin, dass sie ein liebes, unschuldiges Kind ist. Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin hineingelangen und das Glas aus dem kleinen Karl bringen, dann können wir nicht helfen. 2 Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Dahin kannst du das kleine Mädchen tragen. Setze sie beim großen Busche ab, welcher mit roten Beeren im Schnee steht. Verliere aber nicht viele Worte und spute dich, hierher zurückzukommen. Damit hob die Finnin das kleine Gretchen auf das Rentier, welches lief, was es konnte. »Oh, ich bekam meine Schuhe nicht, ich bekam meine Fausthandschuhe nicht«, rief das kleine Gretchen in der schneidenden Kälte, aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es zu dem Busche mit den roten Beeren gelangte. Da setzte es Gretchen ab, küsste sie auf den Mund und es liefen einige große Tränen über des Tieres Backen und dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück. Da stand das arme Gretchen ohne Schuhe, ohne Handschuhe, mitten in dem fürchterlich eiskalten Finnmarken. Sie lief vorwärts, so schnell sie konnte. Da kam ein ganzes Heer Schneeflocken. Aber sie fielen nicht vom Himmel herunter. Der war ganz klar und glänzte von Nordlichtern. Die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin. Und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gretchen erinnerte sich noch, wie groß und künstlich sie damals ausgesehen hatten, als sie die Schneeflocken durch ein Brennglas betrachtet hatten. Aber hier waren sie wahrlich noch viel größer und fürchterlicher. Sie waren lebend. Sie waren der Schneekönigin Vorposten. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten. Einige sahen aus wie hässliche große Stachelschweine, andere wie ganze Knoten gebildet von Schlangen, welche die Köpfe hervorstreckten, und andere wie kleine, dicke Bären, auf welchen die Haare sich sträubten. Alle glänzten weiß, alle waren lebendige Schneeflocken. Da betete das kleine Gretchen ihr Vaterunser. Und die Kälte war so groß, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte. Der stand ihr ganz wie Rauch aus dem Munde. Der Atem wurde dichter und dichter und gestaltete sich zu kleinen, klaren Engeln, die mehr und mehr wuchsen, wenn sie die Erde berührten und alle Helme auf dem Kopf und Spieß und Schild in den Händen hatten. Ihre Anzahl wurde größer und größer, und als Gretchen ihr Vaterunser gebetet hatte, da war ein ganzes Heer um sie. Sie stachen mit ihren Spießen gegen die gräulichen Schneeflocken, so dass diese in 100 Stücke zersprangen, und das kleine Gretchen ging ganz sicher und froh vorwärts. Die Engel liebkosten ihre Hände und Füße. Da fühlte sie weniger, wie kalt es war, und ging rasch gegen der Schneekönigin Schloss vor. Aber nun wollen wir erst sehen, wie es Karl geht. Er dachte freilich nicht an das kleine Gretchen und am wenigsten, dass sie draußen vor dem Schlosse stand. Siebente Geschichte: Von dem Schlosse der Schneekönigin und was sich später darin zutrug.
Des Schlosses Wände waren gebildet von dem treibenden Schnee und Fenster und Türen von den schneidenden Winden. Da waren über 100 Säle, alle wie der Schnee sie zusammentrieb. Der größte erstreckte sich mehrere Meilen lang, alle beleuchtet von dem starken Nordlicht, und sie waren leer, eisig, kalt und glänzend. Nie gab es hier Lustbarkeit, nicht einmal einen kleinen Bärenball, wozu der Sturm aufspielen und die Eisbären auf den Hinterfüßen gehen und dabei ihre Gebärden hätten zeigen können, nie eine kleine Spielgesellschaft mit Maulklapp und Tatzenschlag, nie ein klein bisschen Kaffeeklatsch von den weißen Fuchsfräuleins. Leer, groß und kalt war es in den Sälen der Schneekönigin. Die Nordlichter flammten so genau, dass man sie zählen konnte, wenn sie am höchsten und wenn sie am niedrigsten standen. Mitten in diesem leeren, unendlichen Schneesaale war ein zugefrorener See, der war in 1000 Stücke gesprungen, aber jedes Stück war dem anderen so gleich, dass es ein wahres Kunstwerk war. Mitten auf diesem saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war, und dann sagte sie, dass sie im Spiegel des Verstandes sitze und dass dieser der einzige und der beste in der Welt sei. Der kleine Karl war ganz blau vor Kälte, ja, fast schwarz, aber er bemerkte es nicht, denn sie hatte ihm den Frostschauer abgeküsst und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er ging und schleppte einige scharfe, flache Eisstücke, die er auf alle mögliche Weise aneinander passte, gleich wie wenn wir kleine Holztafeln haben und diese in Figuren zusammenlegen, was man das chinesische Spiel nennt. Karl ging auch und legte Figuren, die allerkünstlichsten. Das war das Eisspiel des Verstandes. In seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet und von der höchsten Wichtigkeit. Das machte das Glaskörnchen, welches ihm im Auge saß. Er legte ganze Figuren, die ein geschriebenes Wort waren, aber nie konnte er es herausbringen, das Wort zu legen, das er gerade haben wollte, das Wort Ewigkeit. Und die Schneekönigin hatte gesagt, »Kannst du die Figur ausfindig machen, dann sollst du dein eigener Herr sein, und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe.« Aber er konnte es nicht. »Nun sause ich fort nach den warmen Ländern«, sagte die Schneekönigin. »Ich will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen.« Das waren die feuerspeienden Berge Ätna und Vesuv, wie man sie nennt. »Ich werde sie ein wenig weiß machen. Das gehört dazu. Das tut den Zitronen und Weintrauben gut.« Damit flog die Schneekönigin davon, und Karl saß ganz allein in dem viele Meilen weiten, großen, leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und dachte, so dass es in ihm knackte. Ganz stille und steif saß er. Man hätte glauben können, er sei erfroren. Da war es, dass das kleine Gretchen durch das Tor in das Schloss trat. Hier herrschten schneidende Winde, aber sie betete ein Abendgebet, und da legten sich die Winde, als ob sie schlafen wollten, und sie trat in die großen, leeren, kalten Säle hinein. Da erblickte sie Karl, sie erkannte ihn, sie flog ihm um den Hals, hielt ihn dann fest und rief, »Karl, lieber kleiner Karl, da habe ich dich endlich gefunden!« Aber er saß ganz still, steif und kalt. Da weinte das kleine Gretchen heiße Tränen. Die fielen auf seine Brust. Sie drangen in sein Herz. Sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Er betrachtete sie, und sie sang, »Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen.« Da brach Karl in Tränen aus. Er weinte, dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm. Er erkannte sie und jubelte, »Gretchen, liebes kleines Gretchen,
wo bist du doch so lange gewesen? Und wo bin ich gewesen?« Und er blickte rings um sich her. »Wie kalt ist es hier, wie es hier weit und leer ist!« Und er klammerte sich an Gretchen an, und sie lachte und weinte vor Freude. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke vor Freude ringsum tanzten, und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, dass er sie ausfindig machen sollte, dann sei er sein eigener Herr, und sie wollte ihm die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe geben. Gretchen küsste seine Wangen, und sie wurden blühend. Sie küsste seine Augen, und sie leuchteten gleich den ihren. Sie küsste seine Hände und Füße, und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen. Sein Freibrief stand da mit glänzenden Eisstücken geschrieben. Sie fassten einander an den Händen und wanderten aus dem großen Schloss hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen auf dem Dache, und wo sie gingen, ruhten die Winde und die Sonne brach hervor. Als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier da und wartete. Es hatte ein anderes junges Rentier mit sich, dessen Euter voll war, und dieses gab den Kleinen seine warme Milch und küsste sie auf den Mund. Dann trugen sie Karl und Gretchen zuerst zur Finnin, wo sie sich in der heißen Stube aufwärmten und über die Heimreise Bescheid erhielten, dann zur Lappin, welche ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Das Rentier und das Junge sprangen zur Seite und folgten mit bis zur Grenze des Landes. Dort spross das erste Grün hervor, da nahmen sie Abschied vom Rentier und von der Lappin. »Lebt wohl«, sagten alle, und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern, der Wald hatte grüne Knospen, und aus ihm kam auf einem prächtigen Pferde, welches Gretchen kannte, es war vor die goldene Kutsche gespannt gewesen, ein junges Mädchen geritten, mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopf und Pistolen im Halfter. Das war das kleine Räubermädchen, welches es satt hatte, zu Hause zu sein, und nun erst gegen Norden und später, wenn ihr dies zusagte, nach einer anderen Weltgegend hin wollte. Sie erkannte Gretchen sogleich, und Gretchen erkannte sie. Das war eine Freude. »Du bist ein wahrer Künstler im Herumstreifen«, sagte sie zum kleinen Karl. »Ich möchte wissen, ob du verdienst, dass man deinethalben bis an der Weltende läuft.« Aber Gretchen klopfte ihr die Wange und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin. »Die sind nach fremden Ländern gereist«, sagte das Räubermädchen. »Aber die Krähe?«, fragte Gretchen. »Ja, die Krähe ist tot«, erwiderte sie. »Die zahme Geliebte ist Witwe geworden und geht mit einem Stückchen schwarzen, wollenen Garn um das Bein. Sie klagt ganz jämmerlich und Geschwätz ist das Ganze. Aber erzähle mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn erwischt hast.« Gretchen und Karl erzählten. Das Räubermädchen nahm beide bei den Händen und versprach, dass, wenn sie je durch ihre Stadt kommen sollte, so wolle sie hinaufkommen, sie zu besuchen, und dann ritt sie in die weite Welt hinaus. Aber Karl und Gretchen gingen Hand in Hand, und wie sie gingen, war es herrlicher Frühling mit Blumen und mit Grün. Die Kirchenglocken läuteten, und sie erkannten die hohen Türme, die große Stadt. Es war die, in der sie wohnten, und sie gingen in dieselbe hinein und hin zu der Tür der Großmutter, die Treppe hinauf, in die Stube hinein, wo alles wie früher an derselben Stelle stand. Die Uhr sagte »Tick, tack« und die Zeiger drehten sich, aber indem sie durch die Tür gingen, bemerkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen aus der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein, und da standen noch die kleinen Kinderstühle. Karl und Gretchen setzten sich, ein jeder auf den seinigen, und hielten einander bei den Händen.
die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin, hatten sie gleich einem schweren Traum vergessen. Die Großmutter saß in Gottes hellem Sonnenschein und las laut aus der Bibel: Werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Karl und Gretchen sahen einander in die Augen, und sie verstanden auf einmal den alten Gesang. Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Und da saßen sie beide, erwachsen und doch Kinder, Kinder im Herzen, und es war Sommer, warmer, wohltuender Sommer. Der Zwerg und die Gerstenähre von Heinrich Seidel. Ein wohlhabender Bauer stand in seiner Scheune und schaute behaglich den mächtigen Segen an, den ihm ein günstiger Sommer gebracht hatte. Bis an den Giebel hinan waren alle Fächer gefüllt mit goldenen Gaben. Und das nicht allein. Auf dem Felde standen noch einige stattliche Schober, die keine Unterkunft mehr hatten finden können. So reich war die Ernte gewesen. Dabei war das Stroh so lang und die Ähren so voll wie lange nicht mehr. Ja, der Hafer hatte sogar das dritte Korn, während sonst an den einzelnen Stielchen seiner Ähren nur zwei wie kleine Kanarienvögel sitzen und das dritte dazwischen gemeiniglich verkümmert. Als er nun so stand und an das Dreschen im Winter dachte, und an die Wagen mit feisten Kornsäcken beladen, die er in die Stadt und an den Müller liefern würde, und im Geiste schon die vielen blanken Taler in seinem Kasten klingeln hörte, da raschelte es ganz leise in einem Haufen Stroh, der auf der Tenne lag. Der Bauer glaubte, es sei eine Maus und packte seinen Stock schon fester, um ihr den Garaus zu machen. Allein er verwunderte sich fast, da statt eines solchen Tierchens ein etwas so leuchtend rot wie Klatschmohn aus dem Stroh hervorkam. Nun arbeitete es sich ganz zum Vorschein und stand da, nicht größer als eine Maus, die auf zwei Beinen geht. Es war ein Zwerg, in grauer Kleidung, mit einem roten Käppchen auf dem Haupte. Dieses lüftete der kleine Wicht gar höflich und sprach mit einem winzigen Stimmlein: »Herr Bauer, ich habe ein großes Anliegen an euch.« »Nun, was willst du denn, kleiner Mann?« fragte er. Das Zwerglein sprach: »Reichtum und Fülle ist bei euch eingekehrt. Wolltet ihr nun die große Güte haben, mir alltäglich um diese Zeit von eurem Überfluss eine Gerstenähre zu schenken, so soll dies nicht zu eurem Schaden sein.« Der Bauer, der wohl wusste, dass man gut daran tut, sich das kleine Volk freundlich zu erhalten, sprach: »Gewiss, das soll geschehen. Kommt nur alle Zeit um die Mittagsstunde, so soll euch werden, was ihr begehrt.« Damit ging er an das Fach, zog eine schöne Gerstenähre hervor und reichte sie dem Männlein hin. Dieses wendete sich aber mit trübseliger Gebärde gegen das Häuflein Stroh, aus dem es hervorgekommen war, und sprach: »Ihr habt diesen großen Berg vor unsere Höhle getürmt. So er dort liegen bleibt, vermag ich nicht mit eurer freundlichen Gabe unsere Wohnung zu gewinnen.« »Nun, wenn's weiter nichts ist«, sagte der Bauer und schob mit dem Fuße das Stroh beiseite. Es zeigte sich nun an der Wand eine Öffnung, wie ein großes Mäuseloch. Das Wichtlein lüftete wieder sein Mützchen und sprach in wohlgesetzten Worten seinen Dank aus. Sodann wuchtete es unter großem Schnaufen die Gerstenähre auf seine Schulter und schleppte seine Last unter ziemlichem Gestöhne von dannen. Den sperrigen Halm in das Loch hineinzubringen, ward ihm auch nicht leicht. Man sah an dem Zappeln der Ähre, wie das Männlein inwendig zerrte, und wohl eine halbe Minute dauerte es, bis der letzte Zipfel in der Öffnung verschwunden war.
Der Bauer ging von nun an alle Mittage in die Scheune und gab dem Männlein seine Gerstenehre. Und von dieser Zeit ab gedieh sein Vieh auf eine wunderbare Art, obwohl es weniger Pflege und Futter verlangte als sonst. Es war eine Lust, diese runden, glänzenden Schweine zu betrachten, die so fett waren, dass sie kaum aus den Augen sehen konnten und sich nur mit Mühe an ihren Futtertrog schleppten. So blanke Kühe wie auf diesem Hofe fanden sich bald weit und breit nicht. Sie gaben ohne Ende fette, sahnige Milch aus ihren strotzenden Eutern, und um die Butter, die die Bäuerin in die Stadt schickte, rissen sich die Leute, denn sie war frisch wie Morgentau und süß wie Nusskern. Obwohl die Pferde des Bauern alltäglich nur einige Hände voll Hafer und ein wenig Heu verzehrten, waren sie doch glänzend und schön und froh und feurig zugleich. Beschafften sie vor dem Pfluge oder dem Wagen doppelt so viel als früher. Auch mit den Hühnern war es ein seltsames Ding. Sie legten und legten fast das ganze Jahr hindurch jegliches alltäglich ein großes rundes Staatsei. Zuweilen sogar mit zwei Dottern. Und niemals geschah es, wenn eine Glucke gesetzt wurde, dass sich auch nur eines von den untergelegten Eiern faul erwies oder dass später von den Küklein der Habicht oder der Weih eins erwischte. Dies alles gefiel den Bauern und der Bäuerin gar wohl. Und da sie recht gut wussten, wem sie diesen Segen zu verdanken hatten, so priesen sie das kleine Männlein alle Tage, und niemals war die herkömmliche Gabe versäumt. Eines Tages im Winter aber, als es bei hellem Sonnenschein so recht Stein und Bein fror und die Eiszapfen wie gläserne Keulen von den Dächern hingen, saß der Bauer recht behaglich in seinem Sorgenstuhl am warmen Ofen und wartete auf sein Mittagessen. Es gab sein Lieblingsgericht, Schweinsrippenbraten mit Pflaumen und Äpfeln gefüllt. Und süße Düfte dieses köstlichen Gerichtes wehten jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wurde, verheißungsvoll aus der Küche hervor. Da er nun in der Erwartung des Guten so behaglich in der Wärme saß, empfand er eine Abneigung hinaus in den eisigen Wintertag und in die kalte Scheune, nur um der einen kleinen Gästenehre willen. Er rief deshalb seinen Knecht und sagte ihm, was er tun solle. Dieser, ein vorwitziger Gesell, hatte schon lange Begehren getragen, das sonderbare Männlein, darüber man im Dorfe die wunderlichsten Dinge erzählte, zu sehen, und ging eilfertig in die Scheune, wo er das Wichtlein schon wartend antraf. Als er ihm den Halm nun darreichte, konnte er sich nicht enthalten, das kleine Geschöpf wie zufällig ein wenig mit den spitzen Kranen der Ähre ins Gesicht zu kitzeln, also dass es sehr prustete und wunderliche Gesichter zog. Darüber wollte sich der Knecht vor Lachen innerlich ausschütten. Als er nun aber sah, wie der kleine Mann mit schwerem Gestöhn den Halm auf die Schulter wuchtete und unter Schnaufen davonschleppte, da erschien ihm solches dermaßen lächerlich, dass er sich nicht enthalten konnte zu rufen: »Nun, sieh einer das Klabauterding, wie es sich hat, als wenn der Halm ein Blindebaum wäre!« Sodann schlug er mit den Händen mehrfach auf die Knie seiner Lederhosen und lachte unbändig. Zwischendurch aber rief er, wie die Zimmerleute tun, wenn sie schwere Balken bewegen: »Holz, komm! Holz, komm!« und höhnte das Männlein auf alle Weise. Dieses aber ward im Gesichte so blutrot wie seine Mütze und warf zornig funkelnde Blicke um sich. Es schleppte, so rasch es vermochte, den Halm in das Loch hinein, und an dem hastigen Hin- und Herfliegen des vorstehenden Endes konnte man wohl bemerken, mit welcher Wut es inwendig zog und zehrte, bis der letzte Zipfel verschwunden war. Am anderen Tage, als der Bauer selbst kam, um dem Wichtel die Gerstenehre zu geben, wartete er vergebens. Es erschien niemand. Er rief es mit schmeichlerischen Worten und gab ihm die schönsten Namen. Allein alles war umsonst. Auch am folgenden Tage kam es nicht. Und so oft auch der Bauer um die Mittagszeit noch sein Heil versuchte, das Männchen war und blieb verschwunden. Wie oft hat es der Bauer noch bereut, dass er damals nicht selbst gegangen ist und seinem Knechte vertraut hat, denn von nun ab ging alles quer. Das Vieh stand an den Raufen und fraß Berge von Futter in sich hinein.
und wenn alles verschlungen war, sah es sich mit glühenden, hungrigen Augen nach mehr um. Dabei ward es jedoch immer rauer und magerer. Die Kühe gaben wenig dünne und blaue Milch, und den Pferden standen die Hüftknochen also hervor, dass der Knecht seinen Hut dort hätte aufhängen können, wenn er gewollt hätte. Die Schweine wurden hochbeinig und dünn, und wenn sie einmal aus dem Stall gelassen wurden, da rannten sie wie die Windhunde auf dem Hof umher, was für ein Schwein eine ganz törichte Kunstfertigkeit ist. Und mit den Hühnern war es auch vorbei. Sie kriegten den Pieps und legten Windeier, und wenn sie mal ein ordentliches zugange brachten, so fraßen sie es auf. Als der Bauer nun sah, wie alles hinter sich ging, verlor er ganz die Lust an seinem Anwesen. Und als er ein gutes Angebot erhielt, verkaufte er es. Er ist dann weit fortgezogen. Die Einzelmännchen von Frieda Schanz. Es war einmal beim Christbaumschlagen. Der Herr des Schlosses und Gutes, der Eigner all der unermesslichen Waldungen, die Berg und Tal, soweit man sah, überdeckten, war ein frohherziger und hochherziger Mann. Er hatte das reiche, ungepflegte Erbe lachend angetreten, und lachend ließ er anderen ihr Teil. Freilich in Reihe und Ordnung, nicht in Verwilderung. 2 Reisigtage gab er den armen Leuten jede Woche, und jedes Jahr gab er den Jungen der ersten Dorfschulklasse, den 11- bis 14-jährigen Jungen, einen Nachmittag im Dezember 3 Stunden frei zum Christbaumschlagen. Möchten die dicken, dichten Bestände nur gelüftet werden. Der wilde, schöne Wald hatte sich selbst immer wieder angesät. Da wuchs Jungholz wie Gras. Die Leute waren arm. Und in den nahen Städten hatte die Christbaummode eben angefangen. Damals spielte nämlich das Märchen. Und Richard und Rainer und Heinz und Kurt und noch 20 andere waren heute hinausgezogen ins glitzernde, blendende, bläulich verdämmernde Weiß des schneebelasteten Bergwaldes hinein. Die große Straße hin, dann die Schneise hinauf zur Höhe. Sie hatten ihre Äxte mit, ihre Taue, um die Bäume und Bäumlein zu Lasten zusammengebunden zu Tal zu schleifen. Der Platz da oben war ihnen diesmal angewiesen, das meilenweite Revier der Blaukopfkuppe, eine der weitschauendsten im alttiefen Waldgebirge. Und nicht lange, da tönte ihr Rufen und Lachen und der Schlag ihrer scharfen Äxte schallend, widerhallend, nur vom spinnwebzarten, glasklaren Sang eines Wintervögleins, trotz allen Lärmens hörbar, begleitet durch den kirchenstillen Wald. Sie hielten sich alle zusammen, halfen einander, schlugen zu zweien gemeinsam ihre Bäume und Bäumchen, taten die Geschlagenen in eins, schnürten große Packen, die je 4 zu Tal zogen, brachten das Gemeinsame auf gemeinsamen Wagen, dran alle gemeinsam zogen und schoben auf den Christmarkt der Stadt, teilten den gemeinsamen Erlös, jeder gleich viel. So war es schön, so war es immer gewesen seit den frohen Jahren des neuen Herrn. Einer hatte sich's aber diesmal anders ersonnen. Den einen hatte es, seit er beim Schlagen mittun durfte, heimlich gewurmt, dass er, der kräftigste und fleißigste war und dem's doppelt darauf ankam zu verdienen, 10-fach so viel schaffte als die anderen und dass es dann doch aufs Gemeinsame ging. Der blonde Volkert war's, ein schlanker, starker, mächtig, tüchtiger Junge, dem saß eine Arbeitslust, ein Vorwärtswollen im Blut wie keinem anderen. Er hatte eine zarte Mutter, viele Geschwister, keinen Vater mehr. Es war sein Stolz und Glück, dass er der Mutter so viel verdienen half. Er war schon ein geschickter Handwerker, lernte und guckte sich dazu ab, was er konnte, tat keinen Handgriff ohne Besinnen, fasste jedes Ding am richtigen Ende mit rechter Kraft an und nützte jede Minute. Er sparte schon für die Kleinen,
sorgte mit der Mutter zusammen, dass es die Kinder gut hatten und anderen nicht nachstanden. Beim Christbaumschlagen hatte er in den letzten Jahren immer die Hälfte der gesamten Arbeit getan. Diesmal war er zum letzten Male dabei. Er war schon 14. Und da war es ihm, als müsste er diesmal alle Kraft zusammennehmen, um den Geschwistern noch etwas zusammenzubringen. Mächtig hatte es ihn in der Erinnerung seit Wochen geärgert, wie die Jungen im vorigen Jahr gelacht und geschneeballt, getändelt und getrödelt hatten, wie die Stunden des Fleißes ihnen mindestens zur Hälfte Spiel und Fest gewesen, wie viel von ihnen versäumt worden war. Ihm war es auf jede Minute angekommen. Er hatte geschafft und geschafft und seine Kraft war auch überwiegend gewesen. Keine Axt flog so schnell und sicher ins Holz. Kein Junge schleppte so große Bäume und so schnell und so weit. Er meinte, mindestens die Hälfte des Ganzen habe er allein getan. Und in 20 gleiche Teile war dann der Erlös gegangen. Nein, das sollte diesmal anders sein. Volkert schlug heute allein und auf eigene Rechnung. Die anderen hatten ihn ausgelacht, als er sie zu schärferem Arbeiten angespornt. Da hatte es Streit gegeben. Viel Püffe, Grollen und Drohen. Er hatte es durchblicken lassen. Ohne mich könnt ihr doch nicht fertig werden. Werdet schon sehen. Da hatten sie aber nur umso lustiger gelacht. Und nun schlugen sie alle zusammen auf eine Holzhalde und Volkert schlug für sich allein, ganz auf einem anderen Fleck, so weit vom ersten, dass er vom Lachen und Rufen der Kameraden keinen Ton mehr hörte. Er jauchzte, dass er allein war. Er konnte schweigen und arbeiten, sich einmal ausarbeiten nach Herzenslust. Mit scharfem Blick musterte er den Wald, um die größten der vom Waldwart mit einem Axthieb bezeichneten Bäume zu erspähen. Er suchte und schlug und suchte. Drei Bäume, 15- bis 20-jährige Tannen und Fichten seiner eigenen Größe. Die rechten Christbäume für Säle und Kirchen und die Häuser der Reichen, hatte er nun gefällt. Auf 50 wollte er es bringen. Was er heute nicht zu Tal brachte, wollte er morgen holen. Da gab es aber einen Aufenthalt im rüstigen Schaffen. Was war das? Nein, so dumm, blieb da im Knorz eines Tannenstammes plötzlich Volkerts Axt stecken. Stark und war nicht vom Fleck zu bewegen. Stark, als wäre diese dumme Stammverdickung selbst von Eisen und hätte sich mit der eisernen Axt in eins verschmolzen. Vorsichtig, mit gesammelter Kraft, dann ärgerlich, wütend, unruhig versuchte der Junge, die Axt herauszuziehen. Das musste er doch erzwingen. Aber er erzwang es nicht. Die Axt war wie verzaubert. Er brachte Viertelstunden, nein schließlich Stunden zu, mit nutzlosen Mühen. Der schneekalte Boden brannte ihm wie Feuer unter seinen Füßen. Er hatte ja keine Zeit zu verlieren. Der Nachmittag kam, die Dämmerung brach bald an. Da setzte sich der große, stolze Volkert schließlich ganz kleinlaut, ganz gebrochen, schluchzend wie ein hilfloses Mädchen, in die Nähe der Unheilstätte auf einen moosüberwachsenen Stein. Er gab sich ganz seinem Schmerze hin. Sollte er jetzt zu den anderen gehen? Sollte er die bitten, seine Axt zu befreien? Oder sollte er sie gar bitten, ihn wieder unter sich einzustellen? Sollte er sich so demütigen? Nein, wenigstens noch einmal ein Zusammenraffen aller Kraft. Einen letzten Versuch. Er riss sich auf aus seiner kläglichen Stellung, wollte aufspringen. Da blieb sein Blick am putzigsten und jämmerlichsten Anblick haften, den er je gehabt. Er guckte, guckte, groß, immer größer, glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Da vor ihm, auch auf einem Stein, nur auf einem viel kleineren, hockte ebenfalls eine nur puppenwinzige Gestalt. Ein zittriges Greislein im moosfahlen, verschabten Wams, mit flechtenfahlem, zerzaustem Bart und wirrem Schopf. Das winzige, runzlige, zwergenhaft verhutzelte Gesicht, eitel Übellaune, Verbitterung, Missmut. Ja, Tränen um Tränen perlten aus den stecknadelgroßen, eisblauen Augen und unter Schluchzen hob sich ein raues, rostiges Sümmchen. Weil ich dich weinen sehe, großer Mensch, muss ich auch weinen. Du hast recht, dass du weinst. Ach, elend, elend, langweilig, ekelhaft ist die Welt.
Volkert sprang mit federndem Sprunge auf, all sein Leid vergessend. Er reckte sich hoch und breit. »Nun aber«, rief er wieder ganz frisch, »so schlimm ist's doch wirklich nicht. Fehlt dir was? Darf ich helfen? Sage mir's. Wimmern und weinen kann ich nicht leiden.« Das Männchen flennte nur mit quietschendem Stimmchen. »Du weinst ja doch selber!« »Ja, ich!« Das war ja doch etwas ganz anderes. Volkert erzählte dem Kleinen in kurzen, kräftigen Bubenworten, was ihm geschehen sei und wie wütend er sich eben geärgert habe. Und während er erzählte und das greise Männchen ihn so eigen ansah, blitzte ihm ein Gedanke auf. Eine Erinnerung an Großmuttermärchen, an gütiges, winziges Helfervolk, an Zwerg und Heimchen und Heinzelmännchen. »Bist du etwa gar eins? Ein Heinzelmännchen?« rief er, seine Rede unterbrechend lustdurchzuckt auf. »Kannst du etwa helfen? Ihr könnt's ja und sollt ja Wunder vollbringen, ihr winziges Volk.« Das Hutzelchen sah ihn trauervoll an, senkte dann den Blick, ließ das Köpfchen beschämt und schwermutvoll baumeln, und das Weinen ging wieder los. »Heinzelmännchen gibt's ja nicht mehr«, sagte sein Klimperstimmchen. »Wir sind nur noch Einzelmännchen und heißen jetzt auch so. 100 Jahre ist es jetzt gerade her.« Ein erneutes, piepsendes Schluchzen packte das Männchen und es erzählte, erzählte. Etwas Langes und Breites von Ehrgeiz und Neid und Groll, die unter dem Völkchen der emsigen, heiteren, hilfreichen, listigen einst ausgebrochen wäre. Ein paar hatten angefangen und sich überlegt, sie wollten Ehre und Lohn und Lob für ihr Tun allein haben. Sie täten mehr als die anderen, viel mehr. Unter den Hunderten, die des Müllers vollen Sack die Treppe herabschleppten, unter den Tausenden, die gemeinsam unsichtbar der Witwe nachts das Korn schnitten, das Garn webten, das Hüttchen blank hielten, seien sie eigentlich die einzigen Fleißigen und Tüchtigen. Sie seien die Hauptsache. Als einer und der andere so anfing, dachte jeder so. Jeder wollte allein einmal zeigen, wer er sei. Und da ging Lust und Liebe, Witz und Schabernack, Kraft und Kunst flöten. Ja, flöten. Jedes Einzelmännchen hauste ganz allein. Und allein konnte so ein Kleiner eben doch nichts. Das hatten sie kläglich eingesehen. Vertrauert, verkommen, fast ausgestorben war ihr heiteres Geschlecht. »Im ganzen Umkreis wohne ich hier nur noch allein«, piepste der kleine heulende Wicht. »Wenn wir Tausende wären wie früher und ein leiser Pfiff uns alle von fern und nah sofort zusammenbrächte, könnten wir die Axt im Nu herausziehen. Ich kann's nicht, ich kann's nicht.« Weinend und wimmernd wie ein krankes Vögelchen saß der kleine Mann. Und wie ein Vögelchen, lautlos huschend, verflüchtigte er sich plötzlich im schneestiebenden Busch. Volkert hat sich ein halbes Stündchen später mit einem lustigen, ehrlichen Lachen, einem freimütigen Reuegesicht wieder bei seinen Gefährten eingestellt. Sie möchten ihn nur wieder aufnehmen. Allein sei es halt doch nichts. Ein paar von ihnen liefen auf seine Bitte gleich mit ihm zurück und sie brachten wirklich gemeinsam die Axt aus dem Stamme. Er erzählte ihnen einmal viel, viel später die ganze Geschichte, denselben Tag noch nicht. Oder ich glaube, er hat sie erst seinen Enkelkindern erzählt, als er ein Großvater war. Jedenfalls kennen sie die Leute in seinem Dorfe alle heutzutage. Die traurige Geschichte von dem einsamen, machtlosen Einzelmännchen. Der selbstsüchtige Riese von Oscar Wilde.
Jeden Nachmittag, wenn sie aus der Schule kamen, pflegten die Kinder, in des Riesengarten zu gehen und dort zu spielen. Es war ein großer, lieblicher Garten mit weichem, grünen Gras. Hier und da standen über dem Gras schöne Blumen wie Sterne, und es waren dort 12 Pfirsichbäume, die im Frühling zarte, rosige und perlfarbene Blüten hatten und im Herbst reiche Früchte trugen. Die Vögel saßen auf den Zweigen und sangen so süß, dass die Kinder ihre Spiele unterbrachen, um ihnen zu lauschen. »Wie glücklich sind wir hier«, riefen sie einander zu. Eines Tages kam der Riese zurück. Er hatte seinen Freund Ogre in Cornwall besucht und war 7 Jahre bei ihm gewesen. Als die 7 Jahre vorbei waren, hatte er alles gesagt, was er wusste, denn seine Unterhaltungsgabe war begrenzt, und er beschloss, in seine eigene Burg zurückzukehren. Als er ankam, sah er die Kinder in dem Garten spielen. »Was macht ihr hier?« schrie er mit sehr barscher Stimme, und die Kinder rannten davon. »Mein eigener Garten ist mein eigener Garten«, sagte der Riese. »Das kann jeder verstehen, und ich erlaube niemand darin zu spielen als mir selbst.« Deshalb baute er ringsherum eine hohe Mauer und befestigte eine Tafel daran: »Eintritt bei Strafe verboten.« Er war ein sehr selbstsüchtiger Riese. Die armen Kinder hatten nun keinen Platz, wo sie spielen konnten. Sie versuchten, auf der Straße zu spielen, aber die Straße war sehr staubig und voll von harten Steinen, und das liebten sie nicht. Sie pflegten rund um die hohe Mauer zu gehen, wenn ihr Unterricht vorbei war, und von dem schönen Garten dahinter zu reden. »Wie glücklich waren wir dort«, sagten sie zueinander. Dann kam der Frühling, und überall im Land waren kleine Blumen und kleine Vögel. Nur im Garten des selbstsüchtigen Riesen war es noch Winter. Die Vögel wollten darin nicht singen, weil dort keine Kinder waren, und die Bäume vergaßen zu blühen. Einmal steckte eine schöne Blume ihren Kopf aus dem Gras hervor, aber als sie die Tafel sah, taten ihr die Kinder so leid, dass sie wieder in den Boden hinabglitt und sich schlafen legte. Die einzigen Wesen, die daran ihre Freude hatten, waren Schnee und Frost. »Der Frühling hat diesen Garten vergessen«, sagten sie. »Deshalb wollen wir hier das ganze Jahr durchwohnen.« Der Schnee bedeckte das Gras mit seinem dicken, weißen Mantel, und der Frost bemalte alle Bäume mit Silber. Dann luden sie den Nordwind zum Besuch ein, und er kam. Er war in Pelze eingehüllt und brüllte den ganzen Tag im Garten herum und blies die Dachkamine herab. »Dies ist ein entzückender Platz«, sagte er. »Wir müssen den Hagel bitten, herzukommen.« Und so kam der Hagel. Er rasselte jeden Tag 3 Stunden lang auf das Dach der Burg, bis er fast alle Dachziegel zerbrochen hatte, und dann rannte er immer im Kreis durch den Garten, so schnell er nur konnte. Er war in Grau gekleidet, und sein Atem war wie Eis. »Ich verstehe nicht, warum der Frühling so lange ausbleibt«, sagte der selbstsüchtige Riese, als er am Fenster saß und auf seinen kalten, weißen Garten hinaussah. »Hoffentlich gibt es einen Witterungsumschlag.« Aber der Frühling kam überhaupt nicht, ebenso wenig wie der Sommer. Der Herbst brachte in jeden Garten goldene Frucht, nur in des Riesengarten brachte er keine. »Er ist zu selbstsüchtig«, sagte er. So war es denn dort immer Winter, und der Nordwind und der Hagel und der Frost und der Schnee tanzten zwischen den Bäumen umher. Eines Morgens lag der Riese wach im Bett, da hörte er eine liebliche Musik. Sie klang so süß an seine Ohren, dass er glaubte, des Königs Musiker kämen vorbei. Es war in Wirklichkeit nur ein kleiner Hänfling, der draußen vor seinem Fenster sang, aber er hatte so lange Zeit keine Vögel mehr in seinem Garten singen hören, dass es ihm die schönste Musik von der Welt zu sein dünkte. Dann hörte der Hagel auf, über seinem Kopf zu tanzen, der Nordwind brüllte nicht mehr, und ein entzückender Duft kam durch den offenen Fensterflügel zu ihm. »Ich glaube, der Frühling ist endlich gekommen«, sagte der Riese, und er sprang aus dem Bett und schaute hinaus. Was sah er? Er sah das wundervollste Bild. Durch ein kleines Loch in der Mauer waren die Kinder hereingekrochen und saßen in den Zweigen der Bäume. Auf jedem Baum, den er sehen konnte, war ein kleines Kind.
und die Bäume waren so froh, die Kinder wieder zu haben, dass sie sich selbst mit Blüten bedeckt hatten und ihre Arme zärtlich um die Köpfe der Kinder legten. Die Vögel flogen umher und zwitscherten vor Entzücken, und die Blumen blickten aus dem grünen Gras hervor und lachten. Es war ein lieblicher Anblick, nur in einer Ecke war noch Winter. Es war die äußerste Ecke des Gartens, und in ihr stand ein kleiner Knabe. Er war so winzig, dass er nicht bis zu den Zweigen des Baumes hinaufreichen konnte, und er wanderte immer um ihn herum und weinte bitterlich. Der arme Baum war noch ganz mit Eis und Schnee bedeckt, und der Nordwind blies und brüllte über ihn hinweg. »Klettere hinauf, kleiner Knabe«, sagte der Baum und bog seine Zweige hinab, soweit er konnte, aber der Knabe war zu winzig. Und des Riesenherz schmolz, als er hinausblickte. »Wie selbstsüchtig ich gewesen bin«, sagte er, »jetzt weiß ich, warum der Frühling nicht hierher kommen wollte. Ich werde den armen kleinen Knaben oben auf den Baum setzen und dann will ich die Mauer umstoßen und mein Garten soll für alle Zeit der Spielplatz der Kinder sein.« Es war ihm wirklich sehr leid, was er getan hatte. Er stieg hinab, öffnete ganz sanft die Vordertüre und ging hinaus in den Garten. Aber als ihn die Kinder sahen, waren sie so erschrocken, dass sie alle davonliefen und es im Garten wieder Winter wurde. Nur der kleine Junge lief nicht fort, denn seine Augen waren so voll von Tränen, dass er den Riesen gar nicht kommen sah. Und der Riese stahl sich hinter ihn, nahm ihn behutsam in die Hand und setzte ihn auf den Baum. Und der Baum brach sofort in Blüten aus, und die Vögel kamen und sangen darauf, und der kleine Junge streckte seine beiden Arme aus, schlang sie rund um des Riesen Nacken und küsste ihn. Und als die anderen Kinder sahen, dass der Riese nicht mehr böse war, kamen sie zurückgerannt, und mit ihnen kam der Frühling. »Es ist jetzt euer Garten, kleine Kinder«, sagte der Riese, und er nahm eine große Axt und schlug die Mauer nieder. Und als die Leute um 12 Uhr zum Markt gingen, da fanden sie den Riesen spielend mit den Kindern in dem schönsten Garten, den sie je gesehen hatten. Den ganzen Tag lang spielten sie, und des Abends kamen sie zum Riesen, um sich von ihm zu verabschieden. »Aber wo ist euer kleiner Gefährte?« fragte er. »Der Knabe, den ich auf den Baum setzte.« Der Riese liebte ihn am meisten, weil er ihn geküsst hatte. »Wir wissen es nicht«, antworteten die Kinder. »Er ist fortgegangen.« »Ihr müsst ihm bestimmt sagen, dass er morgen wieder hierher kommt«, sagte der Riese. Aber die Kinder erklärten, sie wüssten nicht, wo er wohne und hätten ihn nie vorher gesehen, und der Riese fühlte sich sehr betrübt. Jeden Nachmittag, wenn die Schule vorbei war, kamen die Kinder und spielten mit dem Riesen. Aber der kleine Knabe, den der Riese liebte, wurde nie wieder gesehen. Der Riese war sehr gütig zu allen Kindern, aber er sehnte sich nach seinem ersten kleinen Freund und sprach oft von ihm. »Wie gerne möchte ich ihn sehen«, pflegte er zu sagen. Jahre vergingen und der Riese wurde sehr alt und schwach. Er konnte nicht mehr draußen spielen und so saß er in einem hohen Lehnstuhl und beobachtete die Kinder bei ihren Spielen und bewunderte seinen Garten. »Ich habe viele schöne Blumen«, sagte er, »aber die Kinder sind die schönsten Blumen von allen.« Eines Wintermorgens blickte er aus seinem Fenster hinaus, als er sich anzog. Er hasste jetzt den Winter nicht mehr, denn er wusste, dass er nur ein schlafender Frühling war und dass die Blumen sich dann ausruhten. Plötzlich rieb er sich die Augen vor Staunen und schaute atemlos hinaus. Es war wirklich ein wunderbarer Anblick. Im äußersten Winkel des Gartens war ein Baum ganz bedeckt mit lieblichen weißen Blumen. Seine Zweige waren ganz golden und silberne Früchte hingen von ihnen herab, und darunter stand der kleine Knabe, den er geliebt hatte. In großer Freude rannte der Riese die Treppe hinab und hinaus in den Garten. Er eilte über das Gras und näherte sich dem Kinde. Als er dicht bei ihm war, wurde sein Gesicht rot vor Zorn und er fragte, »Wer hat es gewagt, dich zu verwunden?« Denn auf den Handflächen des Kindes waren 2 Nägelmale, und 2 Nägelmale waren auf den kleinen Füßen. »Wer hat es gewagt, dich zu verwunden?« schrie der Riese. »Sage es mir, damit ich mein großes Schwert nehme und ihn erschlage.«
Nein, antwortete das Kind, denn dies sind Wunden der Liebe. Wer bist du? Fragte der Riese, und eine seltsame Ehrfurcht befiel ihn, und er kniete vor dem kleinen Kinde. Und das Kind lächelte den Riesen an und sagte zu ihm, »Du ließest mich einmal in deinem Garten spielen. Heute sollst du mit mir in meinen Garten kommen, der das Paradies ist.« Und als die Kinder an diesem Nachmittag hineinliefen, fanden sie den Riesen tot unter dem Baum liegen, ganz bedeckt mit weißen Blüten. Märchen vom Meister Frost. Von Wilhelm Goldschmidt. Eine Bäuerin hatte eine Stieftochter und eine leibliche Tochter. Die leibliche Tochter konnte tun, was sie wollte. Für alles streichelte man sie und sagte, welch ein artiges Kind! Die Stieftochter hingegen, wie sie sich auch abquälte und wie es ihr auch geriet, niemals machte sie es einem zu Dank. Nichts war recht, alles war schlecht. Und doch, um die Wahrheit zu sagen, das Mädchen war Gold. In guten Händen würde sie wie Käse in Butter schwimmen, und bei der Stiefmutter badete sie sich täglich in Tränen. Was war zu machen? Der Wind heult und beruhigt sich wieder. Gerät aber das zänkische Weib einmal in Zorn, bringt man's nicht so bald zur Ruhe. Wird immer was Neues finden und schreien und wettern. Die böse Sieben wollte durchaus die Stieftochter aus dem Hause haben und fuhr den Bauern an. »Bringe sie fort, Alter! Bringe sie fort, wohin du willst, dass meine Augen sie nicht sehen, dass meine Ohren sie nicht hören. Aber bringe sie nicht zu Verwandten in die warme Hütte. Treib sie aufs freie Feld zum schneidenden Frost.« Wohl grämte sich der Alte und weinte, wagte aber nicht zu widersprechen und setzte das Töchterchen in den Schlitten. Hätte sie gern mit der Pferdedecke zugedeckt, aber selbst das wagte er nicht. Die Obdachlose fuhr er aufs freie Feld zu einem Schneehaufen, machte das Zeichen des Kreuzes über sie und nun schnell nach Haus, damit seine Augen nicht den Tod des Töchterchens sehen. Die Ärmste blieb am Rande des Waldes zurück, setzte sich unter eine Tanne und leise, mit zitternden Lippen, sprach sie ein Gebet. Plötzlich hört sie, nicht weit von ihr, knistert Meister Frost. Von Tanne zu Tanne springt er und knackst mit den Fingern. Und da ist er schon. Auf der Tanne, unter welcher sie sitzt, hin und her springt er. Mit den Fingern knackst er und sieht sich das schöne Mädchen an. »Mädchen, Mädchen, bin Meister Rotnas, bin Meister Frost.« »Gott zum Gruß, Meister Frost, verlangt dich wohl nach meiner sündigen Seele?« »Hast's warm, Mädchen?« »Warm, warm, Väterchen, Fröstchen.« Niedriger senkt sich Meister Frost, knistert und noch lauter knackst er und wieder fragt er, »Hast's warm, Mädchen? Hast's warm, Schöne?« Dem Mädchen ist fast der Atem ausgegangen, leise wiederholt sie, »Hab's warm, Fröstchen, hab's warm, Väterchen.« Ärger noch knirscht und knistert und knackst Meister Frost und zum letzten Mal spricht er zum Mädchen, »Hast's warm, Mädchen? Hast's warm, Schöne? Hast's warm, mein Mummelchen?« So starr ist das Mädchen, dass es kaum noch sagen kann, »Oh, warm, Täubchen, Fröstchen!« Dem Meister Frost gefielen ihre sanften Reden, er erbarmte sich des Mädchens, wickelte sie in Pelze, erwärmte sie mit Decken und brachte ihr einen Koffer, der war hoch und schwer. Und darin lag der schönste Brautschatz,
und dann schenkte er ihr ein Kleid, bestickt mit Gold und Silber. Sie zog es an und war herrlich anzusehen. Und nun sitzt sie und singt Lieder. Aber die Stiefmutter bereitete für sie den Totenschmaus. Pfannenkuchen hatte sie gebacken. »Geh, Mann, geh fort, um deine Tochter zu begraben!« Wie der Alte sich auf den Weg machte, bellte das Hündchen unter dem Tisch. »Tjaff, tjaff, des alten Tochter, die trägt ein goldig Gewand. Der alten Tochter fast kein Freier bei der Hand.« »Schweig, Narr, da hast einen Pfannkuchen. Sage, der alten Tochter Bräutigam im Tanze schwingt, von des alten Tochter man nur die Knochen bringt.« Das Hündchen fraß den Pfannkuchen und bellte wieder. »Tjaff, tjaff, des alten Tochter, die trägt ein goldig Gewand. Der alten Tochter fast kein Freier bei der Hand.« Pfannkuchen gab ihm die Alte und schlug es, aber das Hündchen bellte immer dasselbe. Es knarrt die Pforte, die Tür fliegt auf, ein hoher, schwerer Koffer wird gebracht. Die Stieftochter tritt herein in einem Kleide, bestickt mit Gold und Silber. Wie das blitzt! Die Stiefmutter sieht hin und schlägt die Hände über den Kopf. »Alter, Alter! Schnell andere Pferde vorgespannt, bring meine Tochter auf dasselbe Feld und an dieselbe Stelle.« Der Alte brachte die Tochter der Alten auf dasselbe Feld und an dieselbe Stelle. Meister Rotnas, Meister Frost, kam gezogen, betrachtete sich seinen Gast und fragte, »Hast's warm, Mädchen?« »Packe dich, bist blind geworden. Siehst nicht, dass mir Hände und Füße erstarrt sind?« Hin und her sprang Meister Frost, bekam aber keine guten Worte von ihr. Da ward er zornig auf die Stieftochter und fror sie zu Tode. »Alter, Alter, hol mir die Tochter! Schnelle Pferde spanne vor! Wirf nur ja nicht den Schlitten um und verliere den Koffer nicht!« Aber das Hündchen unter dem Tisch bellte, »Tjaff, tjaff, des alten Tochter Bräutigam im Tanze schwingt, von der alten Tochter man nur die Knochen bringt.« »Lüge nicht, da hast du einen Kuchen. Sage, der alten Tochter kommt in Gold und Silber.« Es knarrt die Pforte, die Tür fliegt auf. Die Alte läuft heraus, der Tochter entgegen und umschlingt den kalten Körper. Drei Männlein im Walde. Von Jakob und Wilhelm Grimm. Es war einmal ein Mann, dem starb seine Frau, und eine Frau, der starb ihr Mann. Und der Mann hatte eine Tochter. Und die Frau hatte auch eine Tochter. Die Mädchen waren miteinander bekannt und gingen zusammen spazieren und kamen hernach zu der Frau ins Haus. Da sprach sie zu des Mannes Tochter, »Hör, sage deinem Vater, ich wollte ihn heiraten, dann sollst du jeden Morgen dich in Milch waschen und Wein trinken, meine Tochter aber soll sich in Wasser waschen und Wasser trinken.« Das Mädchen ging nach Haus und erzählte seinem Vater, was die Frau gesagt hat. Der Mann sprach, »Was soll ich tun? Das Heiraten ist eine Freude und ist auch eine Qual.« Endlich, weil er keinen Entschluss fassen konnte, zog er seinen Stiefel aus und sagte, »Nimm diesen Stiefel, der hat in der Sohle ein Loch. Geh damit auf den Boden, häng ihn an den großen Nagel und gieß dann Wasser hinein. Hält er das Wasser, so will ich wieder eine Frau nehmen. Läuft's aber durch, so will ich nicht.« Das Mädchen tat, wie ihm geheißen war, aber das Wasser zog das Loch zusammen und der Stiefel ward voll bis oben hin. Es verkündigte seinem Vater, wie es ausgefallen war. Da stieg er selbst hinauf, und als er sah, dass es seine Richtigkeit hatte, ging er zu der Witwe
und freite sie, und die Hochzeit ward gehalten. Am anderen Morgen, als die beiden Mädchen sich aufmachten, da stand vor des Mannes Tochter Milch zum Waschen und Wein zum Trinken. Vor der Frau Tochter aber stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken. Am zweiten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zu trinken, so gut vor des Mannes Tochter als auch vor der Frau Tochter. Und am dritten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken vor des Mannes Tochter und Milch zum Waschen und Wein zum Trinken vor der Frau Tochter. Und dabei blieb's. Die Frau ward ihrer Stieftochter Spinnefeind und wusste nicht, wie sie es ihr von einem Tag zum anderen schlimmer machen sollte. Auch war sie neidisch, weil ihre Stieftochter schön und lieblich war, ihre rechte Tochter aber hässlich und widerlich. Einmal im Winter, als es steinhart gefroren hatte und Berg und Tal vollgeschneit lag, machte die Frau ein Kleid von Papier, rief das Mädchen und sprach: »Da, zieh das Kleid an, geh hinaus in den Wald und hol mir ein Körbchen voll Erdbeeren. Ich habe Verlangen danach.« »Du lieber Gott«, sagte das Mädchen, »im Winter wachsen ja keine Erdbeeren. Die Erde ist gefroren und der Schnee hat auch alles zugedeckt. Und warum soll ich in einem Papierkleide gehen? Es ist draußen so kalt, dass einem der Atem friert. Da weht der Wind hindurch und die Dornen reißen mir es vom Leib.« »Willst du mir noch widersprechen?«, sagte die Stiefmutter. »Mach, dass du fortkommst und lass dich nicht eher wieder sehen, als bis du das Körbchen voll Erdbeeren hast.« Dann gab sie ihm noch ein Stückchen hartes Brot und sprach: »Davon kannst du den Tag über essen.« Und dachte: »Draußen wird's erfrieren und verhungern und mir nimmermehr wieder vor die Augen kommen.« Nun war das Mädchen gehorsam, tat das Papierkleid an und ging mit dem Körbchen hinaus. Da war nichts als Schnee, die Weite und Breite, und war kein grünes Hälmchen zu merken. Als es in den Wald kam, sah es ein kleines Häuschen. Daraus guckten drei kleine Haulemännchen. Es wünschte ihnen die Tageszeit und klopfte bescheidenlich an die Tür. Sie riefen: »Herein!« Und es trat in die Stube und setzte sich auf die Bank am Ofen. Da wollte es sich wärmen und sein Frühstück essen. Die Haulemännerchen sprachen: »Gib uns auch etwas davon.« »Gerne«, sprach es, teilte sein Stückchen Brot in zwei und gab ihnen die Hälfte. Sie fragten: »Was willst du zur Winterzeit in deinem dünnen Kleidchen hier im Wald?« »Ach«, antwortete es, »ich soll ein Körbchen voll Erdbeeren suchen und darf nicht eher nach Hause kommen, als bis ich es mitbringe.« Als es sein Brot gegessen hatte, gaben sie ihm einen Besen und sprachen: »Kehre damit an der Hintertüre den Schnee weg.« Wie es aber draußen war, sprachen die drei Männerchen untereinander: »Was sollen wir ihm schenken, weil es so artig und gut ist und sein Brot mit uns geteilt hat?« Da sagte der Erste: »Ich schenk ihm, dass es jeden Tag schöner wird.« Der Zweite sprach: »Ich schenk ihm, dass Goldstücke ihm aus dem Mund fallen, so oft es ein Wort spricht.« Der Dritte sprach: »Ich schenk ihm, dass ein König kommt und es zu seiner Gemahlin nimmt.« Das Mädchen aber tat, wie die Haulermännchen gesagt hatten, kehrte mit dem Besen den Schnee hinter dem kleinen Hause weg, und was glaubt ihr wohl, dass es gefunden hat? Lauter reife Erdbeeren, die ganz dunkelrot aus dem Schnee hervorkamen. Da raffte es in seiner Freude sein Körbchen voll, dankte den kleinen Männern, gab jedem die Hand und lief nach Haus und wollte der Stiefmutter das Verlangte bringen. Wie es eintrat und guten Abend sagte, fiel ihm gleich ein Goldstück aus dem Mund. Darauf erzählte es, was ihm im Walde begegnet war. Aber bei jedem Wort, das es sprach, fielen ihm die Goldstücke aus dem Mund, so dass bald die ganze Stube damit bedeckt ward. »Nun sehe einer den Übermut«, rief die Stiefschwester, »das Geld so hinzuwerfen.« Aber heimlich war sie neidisch darüber und wollte auch hinaus in den Wald und Erdbeeren suchen. Die Mutter: »Nein, mein liebes Töchterchen, es ist zu kalt. Du könntest mir erfrieren.« Weil sie aber keine Ruhe ließ, gab sie endlich nach, nähte ihm einen prächtigen Pelzrock, den es anziehen musste, und gab ihm Butterbrot und Kuchen mit auf den Weg. Das Mädchen ging in den Wald und gerade auf das kleine Häuschen zu. Die drei kleinen Haulemänner guckten wieder, aber es grüßte sie nicht. Und ohne sich nach ihnen umzusehen und ohne sie zu grüßen, stolperte es in die Stube hinein, setzte sich an den Ofen und fing an, sein Butterbrot und sein Kuchen zu essen. »Gib uns etwas davon«, riefen die Kleinen, aber es antwortete:
es schickt mir selber nicht. Wie kann ich anderen noch davon abgeben? Als es nun fertig war mit dem Essen, sprachen sie, da hast du einen Besen, kehr uns draußen vor der Hintertür ein. Ei, kehrt euch selber, antwortete es, ich bin eure Magd nicht. Wie es sah, dass sie ihm nichts schenken wollten, ging es zur Türe hinaus. Da sprachen die kleinen Männer untereinander, was sollen wir ihm schenken, weil es so unartig ist und ein böses, neidisches Herz hat, das niemand etwas gönnt. Der Erste sprach, ich schenke ihm, dass es jeden Tag hässlicher wird. Der Zweite sprach, ich schenke ihm, dass ihm bei jedem Wort, das es spricht, eine Kröte aus dem Mund springt. Der Dritte sprach, ich schenke ihm, dass es eines unglücklichen Todes stirbt. Das Mädchen suchte draußen nach Erdbeeren, als es aber keine fand, ging es verdrießlich nach Haus. Und wie es den Mund auftat und seiner Mutter erzählen wollte, was ihm im Walde begegnet war, da sprang ihm bei jedem Wort eine Kröte aus dem Mund, so dass alle einen Abscheu vor ihr bekamen. Nun ärgerte sich die Stiefmutter noch viel mehr und dachte nur darauf, wie sie der Tochter des Mannes alles Herzeleid antun wollte, deren Schönheit doch alle Tage größer ward. Endlich nahm sie einen Kessel, setzte ihn zum Feuer, sod Garn darin. Als es gesotten war, hing sie es dem armen Mädchen auf die Schulter und gab ihm eine Axt dazu. Damit sollte es auf den gefrorenen Fluss gehen, ein Eisloch hauen und das Garn schlittern. Es war gehorsam, ging hin und hackte ein Loch in das Eis, und als es mitten im Hacken war, kam ein prächtiger Wagen hergefahren, worin der König saß. Der Wagen hielt still und der König fragte, »Mein Kind, wer bist du und was machst du da?« »Ich bin ein armes Mädchen und schlittere Garn.« Da fühlte der König Mitleiden, und als er sah, wie es so gar schön war, sprach er, »Willst du mit mir fahren?« »Ach, von Herzen gern«, antwortete es, denn es war froh, dass es der Mutter und der Schwester aus den Augen kommen sollte. Also stieg es in den Wagen und fuhr mit dem König fort, und als sie auf sein Schloss gekommen waren, ward die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert, wie es die kleinen Männlein dem Mädchen geschenkt hatten.